Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Workshop, bei unserem ersten dieser Reihe. Ich freue mich, dass sich so viele angemeldet haben und darf euch in unserer Familie begrüßen. Auch wenn wir es gerne persönlich gemacht hätten, müssen wir leider Corona-bedingt das als digitales Event durchführen. Aber verschoben heißt nicht aufgehoben. Wir wollen das natürlich nachholen und wir wollen euch auch dann so schnell wie wir können natürlich auch persönlich hier bei uns begrüßen, damit wir uns alle mal kennenlernen können und euch auf den neuesten Stand bringen können. Genau, ja, ich habe mir überlegt, ich mache keine Firmenvorstellung, keine Präsentation, keine lange zumindest. Und wir steigen sozusagen gleich in die Technik ein. Wir haben euch alle die Möglichkeit gegeben, dass ihr euch unmuten könnt und Fragen stellen könnt. Das heißt also, wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt oder wenn irgendwas nicht funktioniert, sagt da einfach kurz Bescheid. Ich erkläre auch gleich nochmal, wie das wirklich funktioniert, weil wir haben ausgefeilte Technik von unserem Marketing bekommen. Das heißt also, wir können hoffentlich jeden Wunsch bedienen und ich hoffe auch, dass ihr im Vorfeld testen konntet, dass eure virtuellen Maschinen funktionieren und dass ihr dann gleich mit dem Daniel zusammen alle OpenID Cockpit installieren und kennenlernen könnt. Und ich freue mich, dass ihr euch angemeldet habt und jetzt mit dem Daniel loslegen könnt und OpenID Cockpit vielleicht auch zum ersten Mal schon installieren könnt. Vielen Dank. Ich verlasse den Raum und lasse euch einfach mal in Ruhe. Und falls ihr Fragen habt, findet ihr mich in dem Separé im Breakout, in der Breakout-Session. Ja, vielen Dank, Stefan. Dann übernehme ich direkt mal ab hier und gehe auch gleich mal direkt in meine Bildschirmfreigabe. Der eine oder andere kennt mich ja schon. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin seit 2011 Teil des Entwicklungsteams von OpenID Cockpit, arbeite seit 2008 mit Ubuntu bzw. mit Linux. Nagios habe ich Erfahrung mit seit 2010. Und seit 2014 betreue ich das Status Engine Projekt, was auch von mir initialisiert wurde. Das ist ein Datenbank-Tool zwischen oder die Verbindung zwischen Nagios und der MySQL-Datenbank und ist auch im Backend von OpenID Cockpit enthalten. Wer mich unter Twitter oder GitHub stalken will, der findet mich da unter Nook24EU. Und dann noch ein klein bisschen was zur Technik heute. Wir haben lange überlegt, wie wir die Konferenz digital abhalten können. Und dazu haben wir uns überlegt, dass wir jedem Teilnehmer einmal eine Sandbox-VM zur Verfügung stellen, beziehungsweise zwei dedizierte VMs für jeden. Und dazu ist im Vorfeld schon mal eine E-Mail an jeden verschickt worden mit zwei IP-Adressen drin. Einmal mit dem IT Cockpit Monitoring Server und mit einem System, was dann später mal unser Satellit werden soll. Und ich kann das bei mir einmal zeigen. Das sind dann die zwei Systeme. Ich habe jetzt hier im ersten Tab einmal meinen IT Cockpit Monitoring Server geöffnet und im zweiten Tab das, was später unser Satellitensystem werden soll. Und die Benutzernamen und Passwörter können einfach über Slash Info hier oben in die Adressbar an die jeweilige IP-Adresse aus der E-Mail Slash Info anhängen. Und dann bekommt man direkt alle Benutzernamen und Passwörter, die für das System relevant sind. Und der erste ist für den IT Cockpit Login selber. Den werden wir heute natürlich benötigen. Und der zweite ist der Shell-Zugriff per SSH auf die Konsole von den jeweiligen Maschinen. Und dafür sind dann zwei Möglichkeiten. Entweder Sie können Ihr ganz normales Terminal nehmen. Ich habe jetzt hier das Terminal von macOS oder das Terminal von PuTTY unter Windows oder irgendwelche anderen Alternativen. Oder wer Firewall-mäßig da beschränkt ist oder gerade kein Terminal bei sich installiert hat, kann auch hier hinten einfach auf Webterminal klicken. Dann öffnet sich hier eine Konsole direkt bei Ihnen im Browser und da können Sie sich dann auch ganz normal über Root anmelden und über das Passwort, was hier steht. Genau, dann würde ich jetzt jeden einmal bitten, bei sich auch am besten zwei Tabs schon mal im Browser aufzumachen. Einmal mit der IP-Adresse vom Monitoring Master und einmal die IP-Adresse vom Browser. Und dann können wir da auch gleich direkt loslegen. Ich würde jetzt mal unserer Technik Bescheid sagen, dass sie eine kurze Umfrage macht, wo sie dann einfach auf Bereit klicken können, sobald sie bei sich die zwei Tabs offen haben und das gefunden haben.
Sollte jemand die E-Mail verloren haben oder nicht bekommen haben, kann er auch jetzt gleich in den Chat gehen mit den technischen Fragen oder auch den normalen Chat. Dann würden wir bei uns nochmal in der Liste schauen, wer welche E-Mail bekommen hat, beziehungsweise an wen welche Systeme zugewiesen wurden. Gut, jetzt nicht erschrecken, weil die Systeme schon so vorkonfiguriert aussehen. Da täuscht der erste Schein ein bisschen, muss ich zugeben. Zur kurzen Orientierung, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Das ist, wenn Sie auf unsere Webseite gehen und dann die Installationsanleitung aufrufen, dann habe ich jetzt bisher noch nichts gemacht, außer unser IT Cockpit Repository hinterlegt und dann die ersten zwei Befehle ausgeführt. Das ist einmal das apt-get install open IT Cockpit und danach noch die setup.sh und das war's. In der setup.sh wird nur der erste Benutzer erstellt, dass wir uns einfach direkt anmelden konnten und dass diese Infoseite auch einen Benutzer bzw. das Passwort schon kennt und anzeigen kann. Ansonsten sind die Systeme noch nicht konfiguriert. Ich habe die auch vorher nicht getestet. Die wurden alle automatisiert installiert. Und ich hoffe einfach mal, dass das überall geklappt hat. Und dann können wir da auch direkt loslegen. Eins noch zum Schluss. Wer das Ganze nach dem Workshop dann zu Hause ausprobieren möchte, für den liegt das alles in diesem GitHub-Repository. Hier ist einmal das ist das Skript, was ich verwendet hatte, um jetzt all diese Systeme zu installieren. Also da können Sie das dann 1:1 so nachbauen, wie wir das jetzt im Workshop heute machen. Und zusätzlich kann man sich das mal angucken, wen es interessiert, wie man eine IT-Cockpit-Installation automatisieren kann. Hier oben im Wiki, in dem kleinen Tab, ich vergrößere das mal ein bisschen, gibt es hier dieses Wiki. Da gibt es dann ganz rechts noch eine Anleitung, wie wir ein Satellitensystem an OpenID-Cockpit in der Version 4 anbinden können. Das werden wir dann nachher nochmal brauchen. Es sind nicht viele Befehle, nur 2, 3, aber die kann man dann hier ganz bequem rauskopieren und natürlich, man kann es sich im Nachgang dann nochmal anschauen. So, und da würde ich auch sagen, fangen wir direkt mit an. Ich befinde mich jetzt hier an meinem IT-Cockpit-Monitoring-System und da melde ich mich jetzt einmal direkt an. So, das ist die neue Oberfläche von Version 4. Die haben wahrscheinlich die meisten mittlerweile schon mal gesehen. Und wenn wir jetzt hier im Menü mal schauen, oder wir können einfach die Menüsuche bemühen, dann müssen wir das nicht selber machen, und suchen hier einmal nach Satellit, dann findet das System im Moment noch nichts. Das liegt einfach daran, dass IT Cockpit ja modular aufgebaut ist und bis im Moment das Satellit-Modul noch nicht installiert wurde. Das wollen wir gemeinsam jetzt in dem Workshop machen, dass da jeder einmal das auch mal gesehen hat und gemacht hat, wie das funktioniert. Und dafür wechseln wir einmal auf die Kommandozeile. Und hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man sich auf dem richtigen System befindet. Also in dem Fall auf dem OpenID Cockpit Monitoring Server selber. Das ist ja das Hauptsystem, wo wir die Erweiterung installieren möchten. Und das wird direkt beim Login dann angezeigt. Vielleicht zum Abgleich kurz, wenn Sie sich auf dem Satellit schon befinden oder was dann der Satellit werden soll, da steht dann OpenID Cockpit Satellitensystem. Dann da bitte aufpassen, dass Sie sich auf dem richtigen System befinden. Und dann kommen wir wieder zu der Anleitung. Da kann ich hier auch nochmal gerade den direkten Link in den Chat posten. Für den Fall, dass das einer für nicht, falls das jemandem zu schnell ging mit dem über den Wiki-Link und so weiter. Da steht nämlich jetzt der Befehl drin, wie wir das Distributed Monitoring Modul installieren können. Und den können wir jetzt hier direkt einmal rauskopieren und bei uns einfach im Terminal einfügen. Und das können Sie, ist wie gesagt, spielt keine Rolle, ob Sie da jetzt das normale Terminal nehmen, was ich jetzt hier gerade verwende. Ich habe das ehrlich gesagt nur, weil man das ein bisschen ranzoomen kann. Oder ob Sie das webbasierte Terminal verwenden. So, und dann dauert das 2, 3 Sekunden und dann legt das System direkt los und installiert uns die Abhängigkeiten nach. Ich schaue mal nebenbei in den Chat.
Ah, da sehe ich schon die erste Frage, Anbindung von VMware Horizon. Ja, das werden wir jetzt heute leider in dem Workshop nicht machen können, dass wir ein VMware anbinden können. Da können Sie aber gerne einfach nochmal eine E-Mail oder unser Kontaktformular benutzen, dass man da nochmal detailliert eingeht. Das wird jetzt heute natürlich den Rahmen sprengen, besonders mit den VMs, die alle im Internet sind, bis die jetzt auf ein VMware connecten können, was hier bei uns dann auch wieder hinter Firewalls und so weiter ist. Das würde jetzt ein bisschen schwierig werden heute. Gut, zumindest bei mir ist die Installation soweit schon mal durch. Und dann, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, welche Version gerade auf den einzelnen VMs ist. In OpenID Cockpit 4.1.1 hat dieser Symlink hier noch gefehlt, der die Dollar-User-Makros auf die Satellitensysteme verteilt. Das haben wir mit OpenID Cockpit 4.1.2, was gestern released wurde, behoben. Zusammen mit noch einem kleinen anderen Fehler. Und deswegen, wenn man jetzt diesen Symlink erstellt, kann es passieren, je nachdem, weil das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich diese ganzen Maschinen hier installiert habe, kann es passieren, dass es bei manchen schon existiert und bei manchen noch nicht. Macht aber nichts, wir können das einfach ausführen. Und ich habe zum Beispiel jetzt anscheinend schon das neue IT-Cockpit, also die 4.1.2, wo der Link bereits existiert oder vom System automatisch erstellt wurde. Und deswegen bekomme ich jetzt hier einfach nur die Info, dass er den Symlink nicht nochmal erstellen kann. Macht aber gar nichts. Ich habe ihn ja schon und bei anderen Versionen, wo der fehlt, musste man das früher noch einmal manuell machen. Deswegen steht das auch so noch in der Anleitung drin. So, und jetzt sind wir eigentlich schon fertig und können wieder auf unsere Web-Oberfläche wechseln. Dann ganz wichtig, einmal neu laden. Wir haben ja gerade ein neues Modul installiert, dass wir auch das neue Menü und alles bekommen. Und jetzt sollten wir hier neben unter im Menü können wir jetzt einfach nach Satellit suchen und sehen die zwei neuen Menüpunkte, einmal Satellites und Satellite Status. Und hier oben rechts über den Neu-Button können wir uns direkt schon einen neuen Satellit erstellen. Als erstes wählen wir den Root-Container. Das ist für Berechtigung, dass ihn einfach jeder sieht. Dann müssen wir einen Namen vergeben. Ich bin da mal ganz unkreativ und nenne meinen einfach HTTP. Satt. Dann brauchen wir die IP-Adresse. Hier muss jetzt jeder wieder ein bisschen aufpassen, dass er die richtige IP aus seiner E-Mail verwendet. Bei mir wäre das jetzt, ich kann das hier gerade aus meinem zweiten Tab einfach rüber kopieren. So. Da muss man ein bisschen gucken, je nachdem, welchen Browser man hat. Manche kopieren dann gerne mal das HTTP am Anfang mit. Also hier einfach die jeweilige IP-Adresse eintragen. Und dann ganz neu mit Version 4, das ist auch das, was wir heute machen werden, dass man hier unten den HTTP-Pull-Modus auswählt. Das bedeutet, dass der IT-Cockpit-Monitoring-Server in regelmäßigen Abständen sich zum Satellit verbindet über HTTPS und dann alle Ergebnisse abruft bzw. neue Konfigurationsdateien hinterlegen würde. Das Ganze geht auch andersrum, dass die Verbindung vom Satellitensystem zu unserem Monitoring-Server aufgebaut wird. Das wäre dann der Push-Modus. Oder wie Sie es noch aus IT Cockpit 3 kennen, falls Sie da Satelliten hatten, kann man die Verbindung auch über SSH tunneln. Da war ja auch Verbindung vom IT Cockpit-System hin zum Satelliten getunnelt über SSH. Das wollen wir aber gerne jetzt mit Version 4 mehr und mehr zurückbauen, da ja alles mehr Richtung Cloud und so weiter geht und allgemein HTTPS dann weniger Probleme macht, besonders wenn Sie an Firewall-Freigaben und so weiter kommen möchten. Eine HTTPS oder eine HTTP-Freigabe zu bekommen, ist kein Problem. Bei SSH guckt der ein oder andere Admin dann doch schon mal kritischer. Deswegen nutzen wir heute auch HTTPS-Pull. Und dann noch ein kleiner Stolperstein ist hier unten der Verify-Certificate-Haken. Der muss nämlich heute entfernt werden. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen, als Sie die IP-Adresse bei sich im Browser aufgerufen hatten. Dann haben Sie so eine kleine Zertifikatswarnung von Firefox bzw. von Google Chrome erhalten. Mit dieser Verbindung ist nicht sicher. Liegt natürlich daran, dass wir jetzt hier keine validen SSL-Zertifikate von Let's Encrypt oder sowas genommen haben, sondern einfach ganz normal selbst signierte Zertifikate, die der Browser natürlich im Standard nicht erkennt. Und deswegen müssen wir jetzt auch hier sagen, dass wir auf die Überprüfung der Echtheit der SSL-Zertifikate verzichten. Für die Authentifizierung, dass der Monitoring-Server sich mit dem Satellit verbinden kann, brauchen wir noch einen API-Key.
Und den können wir einfach hier hinten über Generate einmal auf den grünen Button, dann erstellt uns das System ein. Und wem der erste jetzt zu unsicher erscheint, der kann da einfach gerne mal 2-3 Mal draufdrücken und dann bekommt er da immer einen neuen. Und der Schlüssel ist wichtig, den müssen wir jetzt einmal gerade hier rauskopieren. Ich mache das Ganze jetzt einmal hier in eine Textdatei. Und dann können wir hier unten schon auf Create Satellite gehen. So, im nächsten Schritt, das wird häufig vergessen, besonders wenn man einen neuen Satellit erstellt, deswegen machen wir das einfach gleich, muss noch ein Host bzw. ein Service auf den Satellit zugewiesen werden. Ohne einen Host bzw. ohne einen Service kann der Satellit nichts überwachen und dann bekommen wir nachher keine Ergebnisse. Und damit man das nicht vergessen kann, gehen wir am besten gleich links im Menü einmal auf Hosts, dann oben auf Neu, oben rechts wieder. Container wählen wir einfach wieder direkt den Root-Container, dass der Host für alle am System sichtbar ist. Host-Template haben wir nur eins, das Default-Template. Und ich nenne den jetzt einfach mal neuer Host auf dem Satelliten. Als IP-Adresse können wir ruhig die 127.0.0.1 nehmen, das spielt erstmal keine Rolle. Hauptsache irgendwas, was immer erreichbar ist. Und dann ganz wichtig, dass wir hier unten bei Satellite natürlich unseren neuen Satelliten auswählen und nicht das Master-System selber. Mehr müssen wir gar nicht mehr einstellen, Rest können wir alles vom Template nehmen. Und wenn wir nach ganz unten scrollen, können wir hier neben über diesen kleinen Pfeil auch sagen Save and Create Service. Dann bringt uns das System direkt auf die nächste Ansicht, wo wir neue Services erstellen können. Und ich wähle jetzt bei mir einfach mal den Ping-Check aus. Das spielt aber eigentlich nicht so die Rolle, welchen Service wir dafür erstellen. Und dann sehen wir direkt, dass das System den jetzt auf unserem neu erstellten Host erstellen möchte. Und hier können wir ganz unten einfach auf Create Service gehen. So, jetzt könnten wir weitere Hosts erstellen, aber das wollen wir gerade nicht. Wir können jetzt einfach wieder links im Menü auf die Host-Ansicht gehen und unter Not Monitored, hier oben in dem kleinen, in dieser Tabulatorenleiste, ist jetzt unser neuer Host zu finden. Der bleibt jetzt erstmal so lang in Not Monitored, bis wir die Konfigurationsdateien aktualisiert haben. Dafür sollten wir aber erst unseren neuen Satellit einrichten, damit dann die neuen Configs auch direkt übertragen werden können. Ich gucke nochmal kurz in den Chat, ob soweit Probleme aufgetreten sind. Ein klein bisschen langsamer, okay, gut. Ist für mich immer schwierig, ich sehe das ja den ganzen Tag, aber ja klar, gerade noch mit der Verzögerung, macht das natürlich Sinn. Gut, ich hoffe, wir haben alle wieder eingefangen und jeder hat seinen Host auf dem Satelliten im IT-Cockpit. Fragen soweit, bevor wir zum Satellit oder zur Installation weitergehen vom Satelliten? Gut, keine Fragen sehe ich bisher im Chat. Dann würde ich einfach mal weitergehen. So, okay, wenn wir wieder in die Satellitenanleitung wechseln, da haben wir jetzt die ersten zwei Schritte haben wir abgehakt. Wir haben einen neuen Satelliten erstellt, haben uns den API-Schlüssel zwischengespeichert. Wer das vorhin nicht gemacht hat, ist kein Problem, einfach man bekommt den in der Oberfläche weiter angezeigt. Und wir haben einen Host erstellt und einen Service auf dem Host. So, damit ist die Einrichtung am Hauptsystem von IT Cockpit auch schon abgeschlossen und wir können direkt auf den Satelliten wechseln. Dafür einmal wieder ins Backend gehen, per SSH. Wieder bitte darauf achten, dass Sie hier oben den Satellit ausgewählt haben. Und ich sehe gerade, bei mir ist die Verbindung eingefroren, aber baue ich die nochmal schnell auf. So. Und wieder in die Anleitung. So, als allererstes müssen wir sicherstellen, dass der NSTA installiert ist. Der NSTA ist
die meisten kennen es wahrscheinlich noch von früher, wo es noch der PHP-STA war. Das ist das Tool, was die Übertragung regelt zwischen dem IT-Cockpit-Monitoring-Server und den einzelnen Satellitensystemen. Und das ist jetzt mit Version 4 komplett neu entwickelt worden in der Programmiersprache Go und kann mittlerweile, wie gesagt, per SSH übertragen im HTTPS-Push- oder Pull-Modus. Und da wir jetzt ja im Pull-Modus arbeiten, also der Monitoring-Server soll den Satelliten regelmäßig abfragen, muss natürlich die Schnittstelle dazu auf dem Satellit installiert sein, also der NSTA an sich. Das können wir einfach über apt-get-install open-medi-cockpit-nsta machen. Und, okay, null Pakete wurden installiert. Der ist anscheinend sogar schon hier mit installiert worden. Das heißt, wir müssen noch die Konfigurationsdatei dafür erstellen. Und da habe ich auch direkt das Beispiel hier schon eingeführt oder vielmehr eingefügt. Ich mache das einfach mal mit Vim. Das können Sie mit jedem Editor machen, den Sie bevorzugen. Und einfach hier die Beispielkonfiguration einfügen. Und jetzt gibt es zwei kleine Stolpersteine. Das erste ist die Satelliten-ID. Die sollte jetzt bei jedem 1 sein, weil die Systeme überall die gleichen, also überall neu sind und noch keine Satelliten existiert haben. Wenn Sie sich da unsicher sind oder das überprüfen möchten, dann einfach in der IT-Cockpit-Oberfläche unter Satelliten nachschauen. Am schnellsten geht es immer über diese Menüsuche, die Sachen zu finden. Und wenn man jetzt hier hinten auf Bearbeiten geht, dann sieht man hier oben in der Adressbar die ID von dem Satelliten und das ist jetzt halt bei mir, wie auch in der Beispielkonfiguration, die 1. Dann können wir uns hier auch gerade, wenn wir schon hier sind, den API-Schlüssel rauskopieren und direkt hier unten einmal einfügen. Ich hatte den hier beispielhaft schon mal reingeschrieben und gekürzt. Okay, das hat ja nicht so gut funktioniert. So, also nochmal. Und den API-Schlüssel aus dem Frontend. So. Genau. Sie sehen schon, der hat auch eine kleine Länge, damit der nicht so einfach zu erraten ist, damit das Ganze dann auch schön sicher ist. Dann können wir die Config einfach speichern. Und hier unten über systemctl restart nsta nehmen wir die Config dann aktiv. Und ob das Ganze geklappt hat, könnte man nochmal überprüfen, indem man dann einmal systemctl status nsta ausführt. Und da sieht man dann hier active running seit 11 Sekunden. Also der nsta wurde gerade neu gestartet und hat unsere neue Konfiguration, die wir jetzt hinterlegt haben, gespeichert. So, und damit bleibt uns eigentlich nur noch folgender Schritt zu erledigen, dass wir am IT-Cockpit-Server hier oben in der Leiste haben wir ja diesen Refresh-Button, der einmal alle Konfigurationsdateien neu schreibt. Und da können wir jetzt einmal draufgehen und dann hier auf Launch Refresh, früher auch Export genannt. So, und dann sehen wir hier schon Mark Satellite for Configuration Sync through NSTA. Das heißt, hier wurde hinterlegt, dass dieser eine Satellit, dass die Konfiguration dahin übertragen werden soll. Und im Gegensatz zur Version 3, wo er hier vorne dann, wo das angezeigt wurde, ob das erfolgreich war oder nicht, gibt es jetzt diese Satellitenstatusübersicht. Die erreicht man hier oben. Wir haben extra diesen kleinen Hinweis eingebaut. Also man kann einfach auf diesen Link hier gehen oder auch links im Menü Satellite Status. Und da sieht man dann alle Satelliten. Wir haben jetzt nur den einen. Man sieht, in welchem Modus die betrieben werden. In dem Fall ist es ja Push, dass wir alles hinübertragen. Man sieht bei Sync-Status, ob es einen Fehler gab. Man sieht, wann synchronisiert wurde. Und unter Last Error würde man einen Fehler sehen, wenn es denn einen gäbe. Und ich hoffe, dass bei jedem jetzt wie bei mir hier Last Error leer ist. Das würde nämlich heißen, dass alles funktioniert hat. Und wenn wir jetzt hier links im Menü auf Hosts gehen, dann ist der jetzt gerade noch grau und dann warten wir mal kurz und dann sollte der eigentlich in ein paar Sekunden dann grün werden und die Daten vom Satellitensystem sollten übertragen werden. Ah, okay, hier hat einer anscheinend das Problem, dass bei ihm die Validierung der SSL-Zertifikate fehlschlägt. Da bitte mal nochmal in der Konfiguration vom Satellit nachschauen, dass der Verify-Haken nicht gesetzt ist. Das
Satellites, also hier hinten wieder auf das Bearbeiten Zahnrad und dann bitte gucken, dass Verified Certificate nicht aktiviert ist. Das war es, perfekt. Okay, sehr gut. Ah, okay, gut. Da ist es. Genau, also wer nicht warten möchte, kann einfach auf Reset Check Time gehen, hier ganz rechts, weil die Kommandos werden auch an den Satelliten übertragen. Das heißt, wir können direkt am Master-System sagen, bitte checke dich einmal neu. Dann wird der Befehl über den NSTA auf den Satellit übertragen. Da wird der Check ausgeführt und das Ergebnis bekommen wir dann zurück. Und damit sollte das jetzt hoffentlich bei jedem dann so wie hier gerade auch funktionieren, dass jeder jetzt das Ergebnis bekommt. Ich sehe auf jeden Fall im Moment nichts Negatives im Chat, von daher, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Dann können wir auch mal kurz einfach auf den auf unseren Satelliten-Tab wechseln. Hier wartet ja noch der Login-Screen auf uns, da haben wir bisher noch gar nichts mitgemacht. Hier nochmal kurz zur Erinnerung, wieder einfach an die URL oben, also einfach an die IP-Adresse von dem Satelliten /info anhängen und dann sehen Sie direkt die Zugangsdaten, mit denen Sie sich anmelden können. Was auf dem Satellit bisher gemacht wurde, war einmal das OpenID Corporate Satellite Paket installieren und natürlich noch das NSTA-Paket, was ja hier in unserer Anleitung drin stand. Das waren jetzt alle Schritte, die wir da bisher unternommen hatten. Und deswegen steht das hier ganz oben, um überhaupt den Login-Screen hier zu aktivieren, also um die Web-Oberfläche auf den Satelliten zu aktivieren, muss eine Datei erstellt werden. Das ist dieser Touch-Befehl, der hier oben drin steht. Und um die Einstellungen zu übernehmen, muss einmal die Update-SH ausgeführt werden. Also das ist der Weg, wie man das Satelliten-Frontend, was normalerweise im Standard deaktiviert ist, auf den Satelliten aktivieren kann. Ist extra so einfach gehalten, dass man nur eine Datei dafür erstellen muss, damit das halt sehr leicht automatisierbar wieder ist über Tools wie Ansible, Chef und so weiter. Ich hatte das jetzt hier schon gemacht, ganz einfach aus dem Grund, dass wir einen Webserver haben, damit wir A, dieses schöne Webterminal hier verwenden können und damit wir halt diese Infoseite schon ausliefern können. Ansonsten wäre das nicht möglich, weil der Webserver sonst nicht konfiguriert wäre. So, deswegen können wir jetzt hier hinten einfach mal auf den Satelliten-Login klicken. Dann kommen wir wieder auf die Login-Seite, können hier den Benutzernamen Admin eingeben. Der ist bei jedem gleich. Passwort wurde auch für jedes System ja ein eigenes generiert. Und dann können wir hier auf Login gehen. Und dann landen wir in der neuen Satellitenoberfläche. Und hier sehen wir auch im Dashboard direkt, ein Host wird überwacht mit einem Service. Das ist natürlich genau das, was wir jetzt gerade eben erstellt hatten. Wenn wir hier links auf Services gehen, dann sehen wir das auch nochmal. Und was ganz neu jetzt mit Version 4 dazugekommen ist, ist einmal, dass wir Graphen am Satelliten erfassen. Das sieht jetzt natürlich noch ein bisschen unspektakulär aus. Wenn wir mal hier auf Show Data Points gehen, dann sehen wir, ja, der Check wurde jetzt bisher einmal ausgeführt. Check-Intervall ist 5 Minuten. Deswegen ist natürlich der Graph jetzt noch ein bisschen langweilig. Wenn wir das System jetzt einfach noch ein bisschen laufen lassen, dann sieht man, wie sich unten dann der Graph langsam aufbaut. Das ist jetzt mit Version 4 neu hinzugekommen, dass wir also auch am Satelliten Graphen mit anzeigen können. Und was auch neu dazugekommen ist, dass wir direkt am Satelliten Kommandos ausführen können, die sich auch wieder mit dem Hauptsystem synchronisieren. Und das Ganze können wir einfach mal testen. Da müssen wir allerdings noch eine Kleinigkeit ändern. Und zwar ist mir da ein kleiner Fehler bei der Installation von den Satelliten unterlaufen oder in dem Template. Ich habe nämlich vergessen, die Zeitzone anzupassen. Deswegen einmal oben links auf den Benutzernamen klicken. Dann kommen wir nämlich in unser Benutzerprofil
Und da ist als Zeitzone jetzt gerade Berlin ausgewählt, was auch an sich richtig ist, aber das System arbeitet im Hintergrund noch mit UTC. Deswegen müssen wir uns jetzt einmal die Benutzerzeitzone hier auf UTC setzen. Und so, jetzt sehen wir schon, dass er uns hier eine Stunde zurückwirft und sagt, okay, jetzt ist eine neue Zeit 14.35 Uhr statt 15.35 Uhr. Und jetzt können wir nämlich wieder unter Host bzw. für einen Service, das ist eigentlich egal, hier neben zum Beispiel einfach mal sagen, dass wir eine Downtime setzen möchten für den Host und den Service zum Beispiel von jetzt, also 14 Uhr, bis in einer Viertelstunde. Und jetzt sehen wir hier an der Satellitenoberfläche direkt, dass eine neue Downtime gesetzt wurde. Und wenn wir jetzt an unser Monitoring-Server wechseln und hier einmal das aktualisieren, dann sehen wir, dass die Wartungszeit auch direkt auf unseren Master synchronisiert wurde. Das Ganze funktioniert in beide Richtungen. Also wir können hier eine Downtime setzen und die kommt dann am Satellit an und wie wir gerade gesehen haben, andersrum. Und es funktioniert auch mit Acknowledgements und so weiter. Also die ganzen Kommandos werden alle abgeglichen. So. Das mit den Kommandos und den Graphen ist ja schon ganz nett. Und der ein oder andere hat jetzt vielleicht hier neben schon den Maps-Menüpunkt erspäht. Und wenn wir da mal draufgehen auf dem Satelliten, dann haben wir da die gewohnten Maps, nämlich die Automaps. Die gab es schon immer auf der Satellitenoberfläche. Die konnte man hier oben auch noch ein bisschen erweitern mit Show-Label und so weiter. Und dann kann man da draufgehen. Und das sieht dann aus wie, wie auch am Haupt-IT-Cockpit selbst. Es gibt aber noch den neuen Punkt, nur Maps. Und dafür müssen wir noch mal kurz auf die Kommandozeile von unserem IT-Cockpit-Server wechseln, weil, soweit ich weiß, ist hier das Map-Modul nämlich noch nicht installiert. Genau, wir haben hier nur die Status-Map und die Auto-Map. Das sind ja die zwei Standardkarten, die immer zur Verfügung stehen. Und wenn wir noch mal in unser Terminal wechseln, hier wieder aufpassen, dass wir auf dem richtigen System sind, also auf dem Monitoring-Server selber, dann können wir hier einmal per apt-get-install-map, also apt-get-install-openid-cockpit-module-map uns das Map-Modul installieren. Das dauert dann wieder ein, zwei Sekunden, so ähnlich wie beim Distribute-Module ja selber auch. So, und zumindest bei mir ist er jetzt durch. Ich warte einfach nochmal zwei, drei Sekunden, dass alle anderen da auch die Chance hatten. Und ich zeige vor allem nochmal den Befehl, für den Fall, dass das jemandem zu schnell ging. Also apt-get-install-openid-cockpit-module-map installiert dann das Modul nach. Und dann haben wir auch die Map-Funktionalität wieder an unserem Hauptsystem zur Verfügung. So, ich denke mal, mittlerweile sollte das bei jedem durchgelaufen sein. Und jetzt wieder ganz wichtig, einmal die Seite wirklich komplett neu laden, dass wir halt alle neuen Menüeinträge bekommen. Und hier oben wieder über die, über diesen kleinen blauen Pfeil kommt man ja in diese Menüsuche rein. Da können wir jetzt Map eingeben und jetzt taucht der neue Punkt Maps auf. Und wenn wir jetzt hier uns oben rechts einfach mal eine neue Karte erstellen, wir packen die wieder in den Root-Container, sichtbar für alle, dann gibt es nämlich hier, wenn wir das Distributed, also wenn wir beide Module installiert haben, auch die Auswahl, ob wir die Karte auf eine, auf einen Satelliten übertragen möchten. Und hier wähle ich jetzt einfach mal unseren neuen Satellit aus. Dann sagen wir bei Name der Karte Map to Sync. Entwickler sind ja immer sehr unkreativ, was Namen betrifft. Und dann bearbeiten wir uns hier auch nochmal kurz, sagen hier über den Pfeil Edit in Map Editor. Wir hinterlegen mal einen kleinen Hintergrund. So.
Und hier oben wählen wir noch zwei Services aus. Sagen wir einmal unseren Ping, den wir gerade eben über den Satelliten direkt überwachen. Da, ja, wir nehmen mal das Standard-Icon. Ich hätte noch gerne ein Label, damit wir dann sehen, welcher ist. Und das sagen wir, soll drunter sein. Save. So, jetzt haben wir hier unseren Ping-Service. Und dann machen wir als zweiten Service nochmal einen Service auf die Karte, der nicht auf dem Satellit ist. Sagen wir mal den Default-Host Linux-Load zum Beispiel. Der wird ja nicht vom Satellit überwacht, sondern vom Hauptsystem. Lassen wir uns auch das Label anzeigen, auch unten drunter. Und klicken auf Speichern. So, jetzt haben wir unsere zwei Dienste hier auf der Karte hinterlegt. Nicht erschrecken, dieses Blinken hier oben oder das Icon wechselt dadurch, dass wir ja gerade eine Downtime gesetzt haben für eine Viertelstunde. Und das zeigt uns einfach an, dass dieser Service hier gerade in der Wartungszeit ist. Wenn wir die jetzt beenden würden, dann wäre wieder nur noch durchgehend der grüne Haken da. Aber das ist, warum das jetzt gerade bei mir da das Icon immer wechselt. So, jetzt haben wir uns so eine ganz minimalistische Karte erstellt und gehen nochmal hier oben rechts im Menü auf Refresh Monitoring Configuration und sagen dann hier Launch. So, jetzt sehen wir wieder, dass das System für die Übertragung oder für die Synchronisation der Konfiguration markiert wurde. Und wenn wir wissen wollen, ob das wirklich ausgeführt wurde, dann sehen wir das, wie schon erwähnt, unter diesem Satellitenstatus. Können wir jetzt nochmal nachschauen. Und dann sehen wir, Last Sync ist um 14.42 Uhr. Und nicht wundern, wir hatten ja dieses kleine UTC-Problem. Und jetzt haben wir 14.43 Uhr, oder vielmehr 15.43 Uhr in unserer Zeitzone. Deswegen, also der Sync wurde jetzt ausgeführt, zumindest bei mir am System. Last Error ist wieder leer und ich hoffe wieder, das ist bei jedem von Ihnen so. Und wenn wir dann die Satellitenoberfläche aufmachen und einfach nochmal den Maps-Menüpunkt neu laden, dann sehen wir, hier ist unsere Karte auf einmal angekommen. Und wenn wir die hier aufmachen, das Hintergrundbild wurde übertragen. Und okay, die Linkfarbe ist ungünstig, stelle ich gerade fest. Aber man sieht es hier oben ganz gut, wenn man mit der Maus drüber geht. Auf dem Satellit selber kommt natürlich nur noch die Hosts bzw. Services an, die auch auf dem Satellit vorhanden sind und die auch vom Satellit selber überwacht werden. Also Systeme, die nur auf dem IT-Cockpit-Hauptsystem zur Verfügung stehen, die werden alle rausgefiltert und dann nur dieses, also man hat wirklich eine eigene Sicht direkt auf dem Satellitensystem mit auch nur den Elementen, die auf dem Satellit zur Verfügung stehen. Wenn Sie das Ganze dann einschränken möchten, dass nicht jeder alles sieht, dann gibt es jetzt unten links den neuen Punkt User Management. Und das ist vermutlich schon den meisten dann vertraut. Das Ganze sieht dann jetzt auch so aus wie an unserem Hauptsystem, wo wir wirklich granulare Berechtigungen auf die einzelnen Rollen setzen können oder auf die einzelnen Actions vielmehr in Rollen. Das heißt, wir können definieren, wer kann denn alles Reset-Checktime ausführen, wer kann denn alles Benutzergruppen erstellen, löschen, Maps sehen, erstellen und so weiter. Oder vielmehr Maps erstellen nicht, die werden ja auf dem Master-System erstellt, aber also wer kann halt welche Aktionen auf dem Satellitensystem ausführen, das kann man jetzt pro Benutzer oder pro Rolle frei definieren, so wie das ja auch im ganz normalen IT-Cockpit funktioniert. Und die Rollen können halt dann pro Satellitensystem erstellt werden, so wie das benötigt wird. Ja, so viel zum neuen Satelliten oder zur neuen Satellitenoberfläche. Ich schaue noch mal kurz, ob... Genau, jetzt hier sieht man jetzt, der Graph fängt langsam an, sich aufzubauen. Das ist dann hoffentlich jetzt bei jedem so. Und da haben wir eigentlich schon die größten Neuerungen, was Satelliten betrifft. Einmal die Synchronisation über HTTP, das haben wir jetzt live gesehen, plus, dass wir noch Zusatzinformationen übertragen können, wie zum Beispiel Maps, wenn das gewünscht ist. Genau, und die Übertragung passiert jetzt über den neuen NSTA, inklusive mit dem neuen Frontend, was vom technischen Aufbau her genau gleich ist wie das Hauptfrontend. Sprich, es benutzt das gleiche Framework im Backend sowie im Frontend und auch mehr oder weniger die gleiche API, sodass Dinge, die Sie dann vom Master gewöhnt sind, auch am Satelliten funktionieren. Bevor wir jetzt zum
nächsten Thema gehen, die Überwachung mit dem IT-Cockpit-Agent, würde ich nochmal fragen, ob es allgemeine Fragen oder Probleme gibt, dass man sich das nochmal anschauen kann. Wir liegen ja auch ganz gut in der Zeit. Eine Frage vom Lars, ob die Graphendaten auf dem Satellit vom Master geholt werden oder ob die auf beiden Systemen vorgehalten werden. Also der Satellit läuft völlig autark und speichert seine Graphendaten selber. Und im Moment ist es so, dass wir jetzt hier nicht den ganzen Graphite und Grafana-Stack installiert haben, wie wir das ja am Master-System haben, sondern wir speichern die Graphendaten direkt in die MySQL-Datenbank. Da können wir hier einfach über /info uns gibt es hier ganz unten den MySQL-Database, den Zugriff darauf. Und da kann man dann hier auf das PHP-Matman klicken. Dann kommt nämlich der Login zur Datenbank. Und dann muss ich mir kurz mein Passwort hier rausholen. Und das mache ich mal ein bisschen größer. Ich denke, das ist sonst recht klein. Da gibt es dann links die IT-Cockpit-Datenbank. Und dann können Sie hier oben einfach in die Suche mal nach Perf suchen und dann gibt es hier Status Engine-Perf-Data und da liegen dann die ganzen Graphendaten drin. Graphite wäre dann meine nächste Frage. Genau, also das, der Tech-Stack im Hintergrund ist der gleiche. Also wir nutzen oder wir haben uns hier für MySQL am Satellit entschieden, einfach um die Abhängigkeit möglichst gering zu halten. Besonders gibt es ja Systeme, die dann da durchaus mal 200, 300 Satellitensysteme dran haben. Und wenn die jetzt von Version 3 auf 4 aktualisieren, dann ist das natürlich, müssen die auf all den 300, 400 Systemen auch überall den Graphite-Stack installieren. Im Zweifel wird er dann gar nicht benutzt. Und es gibt auch Systeme, die recht klein gehalten sind, Stichwort Raspberry Pi und sowas. Deswegen halt MySQL, weil wenn man das ausmacht, dann hat man erstmal keine Dependencies drauf. Man kann allerdings auch in die Konfiguration gehen und das bearbeiten, dass wir die Graphen, also wir unterstützen ja neben Graphite und MySQL noch Elasticstack, Elasticsearch und CrateDB. Das funktioniert auch am Satellit. Man müsste es halt manuell im Moment in die Konfigurationsdatei eintragen, aber man kann den Stack wechseln. Die Reports ziehen die Daten, die Reports werden ja komplett am IT-Cockpit-Master-System erstellt und die ziehen die Daten komplett nur von sich selber. Also der Master pflegt immer alles mit. Also der ist ja wieder, also beide Systeme sollen ja autark laufen und werden halt synchron gehalten, aber die Daten, wenn wir uns hier den Graph anschauen am IT-Cockpit-Server, der wird wirklich auch am IT-Cockpit-Server gespeichert und gehalten. Und wenn jetzt die Verbindung weg ist, klar, dann sehen wir das jetzt hier nicht. Das wird ja dann nachgearbeitet. Aber das sorgt natürlich dafür, dass die Reports immer erstellt werden können, egal wie das Netzwerk im Hintergrund aussieht. Und genau wie der Satellit auch. Wenn die Verbindung weg ist, der Administrator weiß ja dann im Zweifel nicht, ist das Haupt-IT-Cockpit weg oder ist mein Satellit weg oder ist nur das Netzwerk dazwischen weg. Und damit beide Seiten immer arbeiten können, werden die Daten dann lieber doppelt gespeichert als einmal zu wenig. Was ist der Vorteil PHP 7.3? Gut, PHP 7.2, der Support läuft, glaube ich, Ende dieses oder nächstes Jahres oder so dann aus. Das aktuelle Ubuntu hat ja, glaube ich, ein 7.4 drin. PHP 7.4.3, genau. Das ist jetzt ja hier ein Ubuntu Focal. Ansonsten gibt es da eigentlich jetzt so keinen Vorteil, ob PHP 7.2 oder 7.3, also jetzt mal die Klassiker schneller außen vor gelassen, muss halt ein bisschen aufpassen, 7.2 bekommt dann irgendwann keine Sicherheitsupdates mehr, dass man das halt nicht zu lange dann verwendet. Aber an sich einfach das Betriebssystem dann halt mal aktualisieren von, also 7.2 ist ja nur bei Ubuntu Bionic, und einfach mal auf Ubuntu 20.04 aktualisieren, dann hat man auch wieder die aktuelle PHP-Version oder halt Debian, wo dann PHP 7.3 anscheinend im Standard verwendet wird.
Gut, da jetzt sonst erstmal keine weiteren Fragen wegen dem Satellit kam oder allgemein sonst jetzt gerade nichts. Dann würde ich sagen, machen wir an sich oder ansonsten machen wir jetzt erstmal mit dem IT Cockpit Agenten weiter. Das ist ja auch eine große Neuerung in Bezug auf IT Cockpit Version 4. Dafür gehe ich einmal auf unsere IT Cockpit Webseite, openitcockpit.io. Und dann findet man ja hier oben rechts den Download-Bereich und der ist jetzt ja, hatten drei Kategorien bekommen. Einmal OpenID Cockpit Server, dann den Agent und die Desktop-App. Und dann gibt es hier den IT Cockpit Agenten für alle gängigen Betriebssysteme direkt zum Download. Der Einfachheit halber würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal den IT Cockpit Server selber damit überwachen. Das hat nämlich auch noch den folgenden Vorteil, dass bitte wieder achten, dass wir jetzt auf dem Monitoring-System sind, nicht auf dem Satelliten. Das hat folgenden Vorteil, dass wenn wir hier einfach mal schauen, AppCache Search nach OpenIT Cockpit-Agent, dann sehen wir nämlich, dass der direkt über die Paketverwaltung auch verfügbar ist. Das heißt, wir müssen jetzt nicht erst hier von unserer Webseite das Debian-Paket runterladen und dann per SCP irgendwie auf den Server kopieren, sondern es reicht einfach, wenn wir sagen apt-get install. Okay, kann man nicht. So, apt-get install openidcockpit-agent. Ich lasse das bei mir nochmal kurz stehen, dass das alle sehen. Wie gesagt, am besten auf dem Monitoring-System, obwohl es keine Rolle spielt, geht auch auf dem Satelliten. Und genau, hier oben ist der Befehl für den Fall, dass ihn nochmal jemand braucht. Geht recht schnell, der Agent ist knapp, hier steht es ja sogar, sind 11 MB, die er dafür runterladen muss. Das sollte also recht zackig gehen. Und dann können wir einmal wieder auf unseren IT Cockpit Server wechseln. Dann links im Menü auf Hosts gehen. Und jetzt könnte man entweder einen existierenden verwenden oder wir erstellen uns dafür einfach nochmal einen neuen. Neuer Host ist, denke ich, am einfachsten. Den tun wir wieder in den Root-Container, also sichtbar für alle. Deswegen gibt es dann auch hier oben immer diese kleine Warnung, weil alles, was in /root liegt, ist sichtbar für alle. Und das kann man danach nicht mehr ändern, weil ja jeder dieses Objekt schon verwenden könnte. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen unschön und deswegen wird auch davor gewarnt. Aber für den Workshop jetzt ist das ausreichend und okay. Als Name vergebe ich einfach mal überwacht mit Agent oder mit OITC Agent. Und als IP-Adresse können wir hier direkt die 127.0.0.1 angeben. Ist ja eh auf dem System selber. Wir könnten auch die externe IP-Adresse angeben oder wer das jetzt jemand auf dem Satellit installiert hat, dann kann er halt die Adresse vom Satelliten angeben. Dann sagen wir, dass es auf dem Master-System sein soll. Das gibt es hier unten. Und dann, wenn wir nach ganz unten scrollen, sehen wir nämlich direkt Create and Setup Agent. Das ist dann natürlich der empfohlene Weg, wenn man was mit dem Agenten überwachen möchte. Dann kommt man nämlich auch direkt in unseren Wizard, der einen dann durch das Setup lotst. So, und da muss man jetzt erstmal als Entscheidung treffen, möchte ich mein System im Pull-Modus überwachen oder im Push-Modus? Pull-Modus bedeutet, wieder wie bei den Satelliten, der IT-Cockpit-Server fragt in regelmäßigen Abständen den Agenten ab und holt sich einmal alle Check-Informationen rüber. Das ist so der klassische Weg. Im Push-Modus sendet der Agent selbstständig seine Daten an den IT-Cockpit-Server in regelmäßigen Abständen und dann wertet der IT-Cockpit-Server das Ganze aus. Wann nehme ich was? Pull-Modus am besten in internen Netzen, wo sowieso alles Firewall-mäßig schon freigegeben ist. Übertragungsweg ist HTTPS beziehungsweise HTTP, je nachdem. Sollte also Firewall-technisch kein Problem werden. Auch Proxy-Server und so weiter spielen dann kein Problem mehr. Da können einfach mitbenutzt werden. Push-Modus würde sich zum Beispiel anbieten, wenn man hinter einem NAT sitzt oder dergleichen. Ich gehe jetzt hier einmal im Pull-Modus weiter, also das IT-Cockpit den Agent abfragt. Und dann
sind wir hier schon im nächsten Schritt, wo wir uns die Konfiguration zusammenklicken können. Hier wählt man einmal aus, welches Betriebssystem man überwachen will, in dem Fall jetzt ein Linux. Dann kann man eigentlich ab hier schon alles im Standard lassen. Enable Auto SSL sollte immer aktiviert sein. Dann handelt der Agent nämlich selbstständig SSL-Zertifikate aus. Das heißt, am Anfang die Erstkommunikation ist unverschlüsselt und danach alle weitere Kommunikation ist dann verschlüsselt über SSL. Das kann ich sogar gleich nochmal zeigen. Wir können hier noch den Haken Enable Custom Checks aktivieren. Dann können wir uns das auch noch anschauen. Und dann war es das eigentlich schon. Jetzt sehen wir schon, dass uns das System hier neben zwei Konfigurationsdateien generiert hat. Und da können wir hier oben einfach mal auf Save Configuration klicken. Und dann kommen wir in den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt sagt uns jetzt, dass wir den Agenten erstmal auf unserem Zielsystem installieren sollen. Und für den Fall, dass wir das noch nicht getan haben, kriegen wir hier nochmal den Download-Link auf, das verlinkt auf die IT-Cockpit-Webseite, wo man dann den Agent für alle Betriebssysteme direkt runterladen kann. Haben wir jetzt in dem Fall ja bei uns schon gemacht, über das apt-get-install open-it-cockpit. Und dann hat uns das System direkt die zwei Konfigurationsdateien generiert, in denen alle Einstellungen enthalten sind, die wir jetzt einen Schritt früher in dem Wizard uns angeklickt haben. Also, dass wir Verschlüsselung möchten und dass wir Custom-Checks ausführen möchten. So, und dann steht hier einmal, wo diese Datei hinkopiert werden muss. Und hier unten steht, wie wir dann die Datei, also wie wir die Änderungen übernehmen. Wenn wir jetzt einmal uns auf dem System oder auf unserem IT-Cockpit-Server anschauen, die Datei, also die Konfiguration vom Agenten, die liegt unter etc open-it-cockpit-agent und dann config-cnf. Und wir müssen gar nicht jetzt die Datei rüber kopieren, also das braucht jetzt keine Angst zu haben, dass wir das jetzt hier von A nach B bekommt, wer mit VI oder so nicht ganz so fit ist. Also wir müssen das jetzt nicht mit FileZilla oder WinSCP oder sowas machen, sondern wir können für den Workshop jetzt einfach mit der Standardkonfiguration, die können wir einfach nehmen, deswegen auch der Pull-Modus. Die Standardkonfiguration ist nämlich für den Pull-Modus ausgelegt. Und wir sehen schon Try Auto SSL, das ist im Standard schon aktiviert. Wir möchten natürlich immer, dass Verschlüsselung forciert wird. Einfach, dass die Systeme sicher sind. Und auch die Custom-Checks sind im Standard nämlich schon hinterlegt. Und weil wir den Agent halt unter Linux installiert haben, steht hier auch gleich im Standard schon der Pfad für Linux drin, etc. open-it-cockpit-agent Custom-Checks CNF. Also Custom-Checks liegen in einer eigenen Konfigurationsdatei. Das heißt, wir müssen bei uns erstmal gar nichts ändern und können hier auch aus der Config wieder rausgehen. Können deswegen hier, also müssen keine Dateien übertragen, können mit dem Standard leben und sagen einfach hier oben, ich habe den Agent installiert und konfiguriert. Jetzt schickt das System eine Anfrage an den Agenten. Nicht wundern, wenn dieser SSL-Fehler hier unten kommt. Es wird als erstes versucht, eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Das funktioniert jetzt noch nicht. Ganz einfach dadurch, dass wir halt den Agent gerade eben erst installiert haben. Und deswegen kriegen wir einmal diese Warnung, Achtung, ich konnte keine SSL-Verbindung aufbauen. Und dann wird es halt erstmal ohne Verschlüsselung gemacht. Und jetzt haben wir hier für die Erstkommunikation einmal die Checks übertragen bekommen, die wir jetzt überwachen können. Und im Standard wählt das System schon mal alles aus, was sinnvoll ist. Also CPU-Auslastung, Arbeitsspeicherauslastung, das sind so Dinge, die wollen wir eigentlich auf jedem System wissen. Soll immer rein. Genauso wie die erste Festplatte, ob das jetzt Slash oder C ist. Eine Festplatte muss immer, also sollte immer in der Überwachung sein. Und dann können wir entscheiden, was wir noch zusätzlich aufnehmen möchten. Zum Beispiel hier unter Disk.io. Das müsste jetzt eigentlich bei jedem VDA sein, genau. Hier die VDA, das ist halt die Festplatte von der virtuellen Maschine. Die können wir da einmal aufnehmen. Wir könnten sagen, dass irgendein Systemd-Prozess laufen soll. Nginx zum Beispiel, der läuft ja auf dem IT-Cockpit-Server, also dass der Webserver gestartet sein soll, das wollen wir überwachen. Oder es gibt ja auch Programme, die einfach so laufen, die praktisch nicht über Systemd gestartet werden. Zum Beispiel nehmen wir doch hier den Cron. Bei unserem System muss ein Cron-Prozess laufen. Wählen wir doch den einfach mal aus. Na, so. So, wenn wir hier mit der Auswahl erstmal zufrieden sind, dann
können wir hier oben auf Create Services klicken. Das dauert dann einen kleinen Moment. Und dann sehen wir schon, okay, die Services wurden erfolgreich erstellt. Und damit die ganzen Sachen jetzt bei uns in der Überwachung sind, ist hier hinten direkt der Button, dass wir einmal unsere Konfiguration aktualisieren sollen. Und das machen wir jetzt hier direkt mal. Sagen wieder Refresh Configuration. So, der Refresh ist durch. Dann gehe ich hier neben links mal auf Services. Und jetzt sollte jeder eigentlich seinen neuen Host hier oben haben. Für den Fall, dass er noch nicht drin ist, ich muss wieder ein Zoom-Fenster verschieben. So, für den Fall, dass er noch nicht drin ist, einfach mal eine Sekunde warten und hier oben nochmal auf den Refresh-Button gehen. Dann sollte er da drin sein. Und bei mir in dem Fall hier sehen wir jetzt sogar schon, ich mache mal nur den einen Host auf. Der wurde jetzt sogar schon vom System gecheckt. Also der IT-Cockpit-Agent ist ja so aufgebaut, dass wir diesen OITC-Agent-Active-Dienst haben. Der stellt wirklich die Verbindung mit dem Agenten her und der holt dann einmal alle Ergebnisse ab und teilt es einfach auf diese anderen Checks auf, die sind alle passiv. Das heißt, wir machen einmal einen HTTP-Request gegen den Agenten, bekommen alle Daten zurück und verarbeiten das dann komplett am IT-Cockpit-System. Und ab jetzt sehen wir halt schon hier, dass ein Prozess cron existiert, dass wir sehen hier den System-Dienst, der läuft, oder halt Dinge ganz normal wie unsere CPU-Auslastung in Prozentwerten, und das System fängt natürlich auch gleich an, die Graphendaten dazu zu speichern. Und wenn wir das Ganze jetzt mal kurz uns anschauen, ich kopiere mal. So, also der IT-Cockpit-Agent, der läuft im Standard auf dem Port 3333. Und wenn ich jetzt bei mir hier einmal probiere, habe ich die richtige, ja, richtige IP-Adresse habe ich. Wenn ich jetzt hier einmal manuell probiere, eine HTTP-Verbindung darauf aufzubauen, dann sehen wir schon direkt, dass das nicht geht und Verbindung wurde unterbrochen. Also die Erstkommunikation, die noch über HTTP abgewickelt wurde, also unverschlüsselt, die ist jetzt schon gar nicht mehr möglich. Und wenn wir jetzt hier einmal sagen, dass wir das Ganze per HTTPS probieren möchten, dann fragt mich der Agent, okay, er nimmt die Verbindung erstmal entgegen und sagt, okay, gut, wenn du mit mir reden willst, dann musst du dich erstmal authentifizieren, sonst könnte ja jeder den Agent einfach abfragen. Und ich habe jetzt bei mir hier im Browser mal so ein Zertifikat hinterlegt, mit dem man sich halt ausweisen kann. Und jetzt sage ich mal, okay, ich bin Daniel Ziegler, ich möchte mich einmal daran anmelden. Dann haben wir wieder selbstsignierte Zertifikate, wo mich der Browser einmal warnt. Und jetzt bekomme ich trotzdem wieder einen Fehler und das System sagt, nö, mit dir rede ich immer noch nicht. Liegt einfach daran, dass mein Personenzertifikat nicht von der CA, die im IT-Cockpit hinterlegt ist, signiert wurde. Das heißt, es reicht nicht, da einfach irgendein Zertifikat mal hinzuschicken, sondern es muss wirklich ein Zertifikat sein, was vom IT-Cockpit-Server ausgestellt wurde. Das passiert dann im Hintergrund alles automatisch. Und nur dieses Zertifikat oder ein damit signiertes Zertifikat kann sich wirklich am Agent anmelden und sagen, gib mal bitte deine Daten. Alle anderen Zertifikate können das nicht. Und das ist natürlich eigentlich ganz praktisch, weil ohne, dass wir da jetzt irgendwas tun mussten für, haben wir eine sichere Verbindung, die keiner mehr mitlesen kann und die an sich erstmal keine Arbeit gemacht hat, außer dass wir diesen Haken nicht rausgenommen haben. Also sie hat wirklich gar keine Arbeit gemacht. So, bevor wir zum nächsten Teil vom Agent kommen, würde ich dann einmal nochmal schauen, ob es soweit Fragen gibt. Gut, aber ohne Fragen würde ich sagen, können wir noch zum nächsten Feature von dem Agent kommen. Das ist nämlich das Ausführen von Custom Checks. Was wir jetzt hier bisher gemacht haben, ist ja schon ganz nett, dass wir jetzt so die CPU-Auslastung und Arbeitsspeicher und Festplatten und das Ganze, dass man das jetzt so auf jedem System so einfach rausbekommt, das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Alles abdecken lässt sich damit natürlich nicht und das würden wir auch nie erreichen, dass man jede Softwarelösung mit dem Agent dann so einfach überwachen kann. Oh, da kommt eine Frage noch gerade rein.
Was ist das Zertifikat, das wir da haben? Auf welchem Zertifikat basiert das Zertifikat? Okay. Also der IT-Cockpit-Server erstellt sich dafür extra eine CA. Die hat nichts mit den Zertifikaten, die das Web-Frontend verwendet, zu tun, sondern da wird einfach eine eigene CA erstellt und die stellt dann wieder die kleinen Zertifikate aus. Puppet hat, wenn ich es richtig weiß, gerade, glaube ich, auch genau den gleichen Mechanismus implementiert. Genau, ja, so simpel, ja. Muss halt aufpassen, dass man da die den Private Key dann am Master nicht verliert. Aber das, wie der Name schon sagt, Private Key sollte man halt eigentlich allgemein ja nie verlieren. Aber die Zertifikate von der Webseite können dann trotzdem einfach geändert werden in der Webserver-Konfiguration. Das ist kein Problem. Genau, Custom Checks. Also bei dem der Agent bietet noch die Möglichkeit, dass er eigene Befehle ausführen kann, damit er dann halt erweiterbar ist. Ähnlich, was man sonst per Check by SSH machen könnte oder NS-Client++, Check, NRPE und wie die alle heißen. Und wir haben uns halt gedacht, wenn man schon unseren Agenten installiert hat und der vor allem auch diese schöne Übertragung hat mit HTTPS und das ist gleich sicher und so weiter, wäre es natürlich auch ganz schön, wenn der auch gleich noch eigene Plugins ausführen könnte, weil dann bräuchte man eigentlich gar keinen Drittanbieter-Client mehr installieren. Und das ist auch genau das, was wir jetzt einmal noch kurz machen. Mit einem ganz simplen Beispiel, aber das ist eigentlich egal, welches Plugin man da nimmt. Und zwar haben wir das vorhin schon mal gesehen, wenn wir einfach mal nochmal nach etc OpenID Cockpit Agent schauen, welche Dateien da existieren. Da haben wir jetzt einmal haben wir nämlich jetzt auch die Zertifikatsdateien, die tauchen jetzt hier auf. Hier hinten haben wir die, das CA-Zertifikat, damit er das überprüfen kann und dann die eigenen, das Agent-Zertifikat, was halt jetzt automatisch ausgehandelt wurde. Die liegen jetzt hier drin. Wir haben die Config, die haben wir ja vorhin schon mal reingeschaut und wir haben noch diese Custom-Checks CNF und die öffnen wir jetzt einfach mal. Und dann sehen wir schon, hier oben ist schon so ein kleines Beispiel vordefiniert, was verdeutlichen soll, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich würde sagen, wir kommentieren uns einfach mal dieses Check-Users hier unten ein. So. Und jetzt müssen wir hier noch den Pfad anpassen. User, lib, Nagios, Plugins. Da liegen die Nagios Plugins, weil die Config ist halt eigentlich dafür da, dass man das nicht auf, also dass der Agent nicht auf einem IT-Cockpit-Server läuft, die Standard-Config, sondern natürlich auf einem anderen System. Und die Nagios Plugins, wenn man die aus dem Standard-Debian-Repository installiert, dann liegen die unter User, lib, Nagios Plugins. Und bei uns auf dem IT-Cockpit-Server liegt das Ganze unter opt openitc Nagios lib exec. So, das lasse ich mal einen kleinen Moment offen, dass das jeder abschreiben kann. Warning und Critical Parameter sind eigentlich egal. Wir lassen jetzt hier einfach mal den Standard mit 5 und 10. Check-Intervall können wir auf 30 Sekunden lassen und Enabled muss auf True stehen. Das ist halt ganz wichtig, dass der Agent weiß, okay, das ist ein Check, den er auch wirklich aktiv ausführen soll. Ja, wir bekommen noch eine Zuschaltfrage, höre ich. Genau, ich finde es. Kannst du die Frage vielleicht nochmal wiederholen, weil die taucht im allgemeinen Chat nicht auf, die war nur an dich gerichtet. Ach so, okay. Also die Frage war, ob man so eine Art Templates für diese Services hinterlegen kann, die der Agent discovered, oder ob man wirklich immer jeden Host dann erstmal einzeln dieses Discovery durchführen muss und ob man Services nachträglich noch hinzufügen kann. Und genau, also wie schon gesagt, an sich, also im Moment ist es so gebaut, dass man immer über diesen Discovery Wizard gehen muss. Services nachträglich hinzufügen ist dann kein Problem. Genau, und Automatisierung im Moment halt nur über die API. Gut. Okay, so, ich denke mal, jetzt hat das jeder. Und ich kopiere das einmal, dass wir auch wissen, nicht, dass da noch irgendwie ein Tippfehler drin ist. Okay, ein User ist im Moment am System angemeldet, das funktioniert also. Genau, hier an der Stelle vielleicht auch mal die Möglichkeit für alle, die teilnehmen, dass sie auch nicht nur die Fragen im Chat stellen können, sondern ihr könnt auch gerne natürlich euch zu Wort melden. Dann habt
ja, haben andere auch die Möglichkeit, eure Frage dann einmal natürlich zu hören, zu verstehen und vielleicht dann also die ein oder andere Diskussion, je nachdem, was natürlich da ist, dass die dann ein bisschen entsteht, sodass wir diese persönliche Distanz vielleicht noch mal ein bisschen aufbrechen können. Seid herzlich eingeladen. So, dann habe ich noch eine Frage vom alle Paul. Sprachlor. Sprachlos, ja. Eine Frage vom Paul. Ja, bitte, Frank. Frage, könntet ihr das nicht so beim Agent bauen, dass man ein Template bauen kann, wie du das bei CheckMK machen kannst? Stell dir vor, du hast ein paar mehr Satelliten, so wie wir. Und ich möchte so ein Discovery natürlich nicht von Satellit zu Satellit zu Satellit die Config irgendwie manuell durchschlüren im Hintergrund, sondern ich möchte es irgendwo zentralisiert am liebsten natürlich einrichten können und verteile es dann auf alle Satelliten, wenn ich mit dem Agenten spiele, sage ich mal. Genau, ja. Also das sollten wir bei uns mal ins Backlog mit hinzufügen, dass wir uns da vielleicht noch einen Weg überlegen, wie man das dann per Template machen kann. Stand jetzt ist halt auf jeden Fall, dass man über den Wizard gehen muss. Genau. Dann gab es noch eine Frage zur Parameterübergabe. Also ob man Parameter an das Ganze übergeben kann. Das ist ja ein bisschen risky, wenn jemand da so einfach irgendwelche, also wenn jemand diese Kommandos hier einfach bearbeiten kann. Und was anderes ist eigentlich die Übergabe von Parametern nicht, sondern man hat dann ja hier Variablen drin und da kann ja jemand alles reinschreiben. Und wenn der da halt reinschreibt und rm-rf slash, dann ist das halt der Parameter, der übergeben wird. Deswegen muss man da ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist bei dem Agenten ein bisschen anders gelöst. Also so ganz klassisch Übergabe von Parametern geht erstmal nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, jetzt muss ich gucken, ob das in der Standard, genau, Config-Update-Mode, der ist im Standard aus. Man kann aber dem Agenten eine Konfiguration per HTTP-Post hinschicken, muss sich natürlich wieder mit seinem Zertifikat authentifizieren. Und dann übernimmt er die neue Konfiguration, die man dem per Post hingeschickt hat. Und da kann man auch Custom Checks angeben. Man sieht das ja hier in dem Beispiel. Okay, man sieht es nicht so gut in dem Beispiel, weil es leer ist. Aber da könnte man dann die Parameter ändern. Aber eigentlich ist es gedacht, dass man das erstmal nicht macht. Custom Checks. So, damit wir jetzt unsere Konfiguration noch, also die neuen Custom Checks, die wir definiert haben, dass wir die dann auch gleich discovern können, müssen wir den Agent einmal neu starten. Ich glaube, das hatten wir jetzt bisher noch nicht gemacht. Und dann können wir das zur Sicherheit auch nochmal mit System-CTL-Status überprüfen und sehen, okay, wunderbar, der Agent wurde vor 8 Sekunden neu gestartet. Und wenn wir jetzt nochmal unseren Host nehmen, der mit dem Agenten überwacht werden, dann können wir entweder, wenn man noch auf der gleichen Seite ist wie ich jetzt hier, auf der Details-Übersicht, kann man entweder sagen, hier oben, Open My Corporate Agent Discovery, oder für den Fall, dass man die Seite nicht mehr offen hat, einfach links wieder auf die Haupt-Host-Liste gehen, dann den Host raussuchen und hier neben im Menü auswählen, Open My Corporate Agent Discovery. Und die Oberfläche überprüft auch, ob schon eine Konfiguration hinterlegt ist und die sollte jetzt eigentlich überall gefunden haben. Das heißt, wir können einfach hier hinten auf Create New Services gehen und dann sehen wir schon hier unten unter Custom Checks ist jetzt unser Check Users direkt ausgewählt, weil das der ist auch der einzige, der hier definiert wurde. Einen anderen haben wir ja nicht erstellt. Und das heißt, wir können hier auf Create Service gehen. Dann dauert es wieder eine Sekunde und dann können wir auch direkt sagen Refresh Monitoring Configuration, dass wir das Ganze auch aktiv schalten. Und dann links wieder auf Services. Und dann sehen wir hier schon den neuen Custom Check, Check Users. Und er hat sogar schon die Daten übertragen. Und da sehen wir hier schon genau den Output, der uns das Plugin liefert. Und der Vorteil ist halt, wir sind hier 1:1 kompatibel zu der Nagios Plugin API. Also einfach irgendein Nagios Plugin als Custom Check hinterlegen und dann wird das vom Agent einfach ausgeführt und wir bekommen das Ergebnis so zurück. Und das funktioniert alles sowohl im Pull-Modus als auch im Push-Modus. Ich noch mal, ob ich irgendwas Wichtiges zum Agent vergessen habe.
Aber nee. Fragen soweit zu den Custom Checks vielleicht nochmal im Speziellen? Anscheinend nicht. Gut. Dann haben wir als nächstes noch auf der Agenda Grafana. Ich gehe jetzt einfach nochmal direkt auf den Host, den ich ja mit dem Agenten überwache. Das ist einfach hier oben drauf. Dann haben wir hier die Details-Seite von dem Host selber. Und der ein oder andere wird das ja schon kennen, dass hier oben in den bei den Tabs, wo wir jetzt hier Status und Device-Informationen stehen haben, dass es da eigentlich noch den Tab Grafana gibt. Und der fehlt jetzt hier. Und da ist jetzt natürlich die Frage, warum fehlt der? Das liegt daran, IT Cockpit versucht immer für jeden Host im Hintergrund automatisierte Grafana-Dashboards zu erstellen. Das Ganze passiert im Standard alle 24 oder alle 12 Stunden. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und der Job, der das im Hintergrund macht, der ist einfach noch nicht ausgeführt worden, weil dieses Thema erst vor anderthalb Stunden eingerichtet wurde. Das heißt, da haben wir einfach diese Zeit noch nicht überschritten. Wir können das Ganze aber forcieren. Dafür gehen wir nochmal ins Backend, wieder auf den Haupt OpenID Cockpit Server und geben den Befehl OITC Leertaste cronjobs-f ein. OITC ist einfach das Kürzel, mit dem man IT Cockpit auf der Konsole ansprechen kann. Gibt also verschiedene Backend-Tools im Hintergrund. Dann mit cronjobs sagen wir einfach, welchen Teil wir ansprechen wollen, in dem Fall halt die cronjobs. Und -f steht für force und sorgt einfach dafür, dass er den cronjob nicht wie hinterlegt alle 12 Stunden oder 24 Stunden ausführen soll, sondern jetzt. Und wenn wir das einmal mit Enter bestätigen, dann sehen wir nämlich, okay, alle cronjobs wurden einmal ausgeführt, unabhängig wann die zuletzt liefen. Und wir sehen auch hier unten ganz zum Schluss, Check Connection to Grafana, die konnte erfolgreich hergestellt werden. Er hat das alte Dashboard gelöscht, also irgendeins gab es sogar schon, und hat uns für drei Hosts insgesamt ein neues Dashboard erstellt. Und wenn wir jetzt wieder in unsere Oberfläche wechseln und hier einmal auf den kleinen Refresh-Button oder die ganze Webseite neu laden, das spielt eigentlich keine Rolle, dann sehen wir, hier ist der neue Tab aufgetaucht, auf einmal mit Grafana. Und so, jetzt hat er da eine Sekunde geladen und jetzt sehen wir hier, das ist jetzt das automatisiert erstellte Dashboard für diesen einen Host. Und wir versuchen das mehr oder weniger schlau zu machen. Zum Beispiel hier bei den, wie viel CPU wird genutzt und wie viel Arbeitsspeicher von dem Cronjob-Prozess in dem Fall, hat das System halt erkannt, okay, das ist ein prozentualer Wert und deswegen setzen wir auch gleich die Grafana-Einheit auf Prozent und dann hat man hier neben gleich die Achse in Prozentwerten. Wenn Warning- und Critical-Werte vorhanden sind, wie zum Beispiel hier oben bei dem Swap-Usage, dann zeichnen wir die auch gleich in die Graphen ein. Oder zum Beispiel bei Memory. Das System, also jede VM sollte 2 GB Arbeitsspeicher haben. Und der Agent gibt immer alles in Byte aus, schreibt aber auch die Einheit mit in die Metriken rein, dass IT Cockpit weiß, okay, dass die Daten, die da kommen, sind in Byte. Und dann können wir das Grafana nämlich wieder mitteilen. Achtung, die Metriken, die du darstellst, sind in Byte. Und damit weiß Grafana, alles klar, ich kann das Ganze umrechnen auf Gigabyte in dem Fall, dass wir halt da lesbare Graphen erhalten. Und das ist halt so eine Automagie, nenne ich das jetzt mal, die das versucht zu erkennen. Und es klappt meistens ganz gut, manchmal auch nicht so gut. Und wem diese automatisiert generierten Dashboards da nicht gefallen oder wo das vielleicht mal aus irgendeinem Grund nicht so gut funktioniert hat, der findet dann neben links im Menü unter Reports auch noch den Menüpunkt Grafana. Und hier kann man sich einfach eigene Dashboards zusammenstellen. Einfach oben auf Neu gehen, dann kann man wieder auswählen, wer das denn alles sehen soll. Und ich nenne das jetzt einfach mal ein Agent Dashboard, weil wir halt jetzt auch als Datenquelle den Agent nehmen, der kann uns einfach da gerade am meisten liefern. Und jetzt ist das so ein bisschen aufgebaut. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Grafana wirklich selber aktiv so Dashboards zusammengebaut hat. Wir haben da versucht, die Grafana GUI teilweise nachzubauen, dass man da gleich wieder vertraut ist.
Also man kann als erstes so eine Zeile hinzufügen und kann dann hier einfach über dieses Add-Metric auswählen, welche Metrik man darstellen möchte. Und jetzt wählen wir einfach mal zum Beispiel Memory Usage aus von unserem Agenten und sagen hier Used Memory. Und dann können wir noch dem Ganzen eine Farbe geben. Es ist eigentlich recht neu, glaube ich, hier unten, dass man da jetzt sagen kann, okay, ich hätte gern, dass das dieses Grün hier oben ist. Und dann sagen wir hier einfach Add Metric. Und hier gibt es jetzt diese Automagie nicht, dass ID Cockpit irgendwie versucht zu erkennen, okay, das ist jetzt Memory mit der Einheit Byte. Und das dann versucht, automatisch im Hintergrund umzurechnen, sondern hier muss man jetzt wirklich unter Panel Options einmal einen Namen eingeben. In dem Fall wäre das jetzt ja Used Memory. Und dann können wir hier unsere Einheit auf Byte setzen. Und dann sagen wir hier über Close, können wir das bestätigen. Und dann sehen wir hier oben schon als Überschrift, dass wir jetzt hier gerade einen Graph erhalten werden, der Used Memory in Bytes anzeigt. Über dieses Add Panel bekommen wir dann hier rechts noch einen zweiten Graph. Dann sieht man auch, dass das so unterteilt wird. Da könnten wir jetzt einfach mal als zweite Metrik zum Beispiel die CPU-Auslastung noch hinzufügen. Einfach wieder in die Suche CPU eingeben, dann bekommen wir schon Total CPU Percentage. Und da sagen wir einfach mal totale Auslastung und die soll gelb sein. Und über diese Options hier oben kann man dann auch wieder sagen, das Ganze soll ein prozentualer Wert sein. Und dann sieht man wieder hier CPU in Prozent von 0 bis 100 halt dementsprechend. Der Vorteil ist, das Ganze kann man dann auch noch ein bisschen mit anderen Metriken kombinieren. Zum Beispiel, wenn wir mal die vom Agenten die den Diskload-Check auswählen von VDA, wer den vorhin mit erstellt hat. Das ist ja der Check, der uns Informationen über die Auslastung von den Festplatten liefert, also wie viel IOPS passieren da gerade im Lesen oder im Schreiben oder beides. Wie groß ist die Request-Size, wie viel IO-Weight haben wir auf die Festplatte, also wie lang dauert jeder IOP. Ein super Check, um Performance oder Bottlenecks zu finden. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, dass wir die Read-IOPs haben möchten und die sollen zum Beispiel, sagen wir mal hier, dieses Gelb sein. Und dann machen wir jetzt noch eine zweite Kurve hinzu, wieder indem wir auf das gleiche Add-Metric gehen. In dem Fall wieder den VDA Diskload. Und dann machen wir uns noch die Write-IOPs hinzu. Und da können wir jetzt ja mal sagen, dass die rot sein sollen. Na, dann haben wir diese zwei direkt in einem Chart. Fügen wir uns dann noch einen zweiten hinzu. Mit VDA. Da machen wir jetzt mal die Write-Request-Size noch hinzu. Die machen wir zum Beispiel mal lila. Und dann haben wir natürlich hier vorne erstmal vergessen, die Einheit zu setzen. Also gehen wir bei unseren IOPS nochmal auf Panel Options. Dann sagen wir hier oben als Beschriftung, oder ich sage jetzt einfach mal IOPS. Und das Ganze hat auch die Einheit IOPS, also Ops pro Sekunde auf einer Disk. Und bei der Request Size ist das Ganze in Byte angegeben. Dann können wir hier wieder Byte auswählen. Wir haben auch die Wahl, ob wir das Ganze genau umrechnen wollen, also in KB-Byte, also mit 1024 oder ob wir mit 1000 rechnen wollen, indem wir das Ganze dann in KB und MB umrechnen. Ich gehe mal mit dem genauen. Und als letzten können wir uns hier unten drunter auch nochmal auf, ups, den wollte ich gar nicht, hier wieder Add Metric. VDA ist ja unsere Festplatte. Können wir uns noch den Weight-Check hinzufügen, sagen wir mal Total IO-Weight. Ich mache das Ganze mal blau, weil es in Hardtop eigentlich auch immer blau bzw. grau dargestellt wird. Und da sagen wir uns als Beschriftung noch, das ist unser IO-Weight und der Wert ist in Millisekunden, genau. Und so. So, und das Ganze sieht jetzt hier in dem Editor noch ein bisschen unspektakulär aus. Um jetzt dieses Dashboard hier zu übernehmen, muss man hier oben rechts einmal auf Synchronize mit Grafana klicken.
dann sieht man hier schon die Synchronisation wurde jetzt durchgeführt. Und dann können wir entweder hier links im Menü auf wieder auf Grafana gehen, um allgemein auf die Übersicht von allen Dashboards zu kommen. Oder auch hier oben in den Breadcrumbs, da gibt es ja auch die User-Dashboards, da kann man auch einfach drauf gehen. Und wenn man jetzt dieses Dashboard hier auswählt, dann öffnet sich wirklich die Ansicht im Grafana. Und dann sehen wir schon, er hat hier wunderbar unsere Beschriftungen alle übernommen. Wir haben hier neben wieder die Einheiten, also Arbeitsspeicher wird wieder umgerechnet in Gigabyte. Die IOPS hier sehen wir direkt, ich glaube, ich muss es ein bisschen größer machen wahrscheinlich. Es ist doch recht klein im Grafana. Die Einheiten hier wurden direkt auf Ops geändert, und dass wir das direkt sehen. Wir haben unsere Request Size. Die wollen wir ja immer möglichst groß haben, dass wir halt wenige große Requests haben, die auf die Festplatte schreiben und nicht ganz viele kleine, die nur random I.O. machen und dann halt die Ops-Zahl explodieren lassen und vor allem dann auch den I.O.-Weight halt dementsprechend. Und natürlich hier unten der I.O.-Weight, auch ganz wichtig, dass wir sehen, wie lange denn die einzelnen Operationen an sich dauern. Und wenn man sich jetzt für einen Mail oder allgemein für einen Datenbankserver so ein Dashboard zusammengebaut hat oder auch für eine Storage, auf der virtuelle Maschinen laufen zum Beispiel, dann kann man da schon ganz schön sehen, ob Performance-Probleme vielleicht von den Festplatten kommen oder ob es ein Applikationsproblem ist oder sonst irgendwas, genau. Also da kann man sich dann austoben und sich halt auch wirklich genau für seinen Anwendungsfall das jeweilige passende Dashboard zusammenbauen, indem man dann auch die Informationen hat, die man braucht oder die man gerne sehen möchte zu einem Host. Und vor allem, man kann hier seine eigenen Einheiten hinterlegen, mehrere Kurven in einem Chart zusammenfassen und so weiter. Und diese ganzen Grafana-Dashboards kann man dann auch hier vorne im Frontend. Ich mache dafür jetzt einfach mal einen neuen Tab auf. So, Zoom-Fenster weg. Grafana. Create new Tab. Na, dann müssen wir jetzt hier unser Default-Dashboard nicht kaputt machen. Und dann gibt es hier einmal die Autogenerierten, die man sich auf so ein Dashboard ziehen kann oder halt auch die User-Definierten. Und dann können wir hier über das Zahnrad einfach auswählen. Gibt jetzt ja im Moment nur das eine. So. Und dann hat man da seine Grafana-Dashboards auch direkt hier vorne im IT-Cockpit-Dashboard, wenn man das möchte. Und kann dann hier zwischen den Tabs einfach hin und her wechseln. Dann sind wir im Großen und Ganzen eigentlich auch schon soweit durch von meinem Part. Gerne können wir dann noch auf einzelne Punkte eingehen, wenn es jetzt allgemein noch Fragen zur Version 4 gibt, sei es das Update betreffend, also wie man von Version 3 auf 4 kommt oder allgemein, wie irgendwas in 4 aussieht, umgesetzt ist oder einfach Fragen, die sonst so auf der Seele liegen. Ist ja eigentlich schön, dass wir so ohne technische Pannen durchgekommen sind. Ich hatte da eigentlich noch ein bisschen Zeit eingeplant, dass irgendwas mit den virtuellen Maschinen bei DigitalOcean nicht funktioniert, dass da irgendwie dann vielleicht Verbindungsprobleme auftauchen oder so. Aber das ist natürlich wunderbar, wenn das alles so reibungslos bei jedem funktioniert hat. Dann gerne noch Fragen über den Chat oder sich einfach muten, also entmuten. Ja, Daniel Lars hier. Ich habe da eine Frage und zwar, kannst du was über Prometheus sagen? Ja, theoretisch können wir auch mal auf Prometheus eingehen. Ich kann es auch zeigen, ja. Danke, interessiert mich für mich. Okay, gibt es Funktionalität Log-Server, war noch eine andere Frage. Log-Server ist im Moment in IT Cockpit noch nicht integriert. Könnte man natürlich sich über Alternativen wie Greylog, also Greylog haben wir zum Beispiel in-house, noch parallel dazu aufbauen. Okay, da sonst erstmal keine Fragen, können wir noch kurz auf Prometheus eingehen. Das ist ja ganz neu mit dem, da wird es auch nochmal einen ausführlichen Workshop zu geben. Ich gehe nochmal kurz auf die IT Cockpit Webseite dafür. Für die, die das noch nicht gesehen haben. Ach, du hast mir das genommen, okay. Ich höre gerade, ich muss mir die Bildschirmfreigabe nochmal zurückholen. So, genau, jetzt sind wir wieder da.
Da gibt es ja auf der IT Cockpit Webseite, hier oben ist er ja auch einfach auf Blog, für alle, die das noch nicht gelesen haben oder die das dann im Nachhinein nochmal interessiert, gibt es ja hier unseren Blogartikel, in dem wir das, angekündigt haben, dass OpenID Cockpit jetzt auch Prometheus integriert. Und auch das ist wieder als Modul in IT Cockpit integriert, was wir nachinstallieren müssen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das in dem hier hinterlegten Lizenzschlüssel enthalten ist. Das ist jetzt gerade ein bisschen Lotterie. Cockpit-Module. Ja, ist hinterlegt. Sehr gut. So, da müssen wir dann mal einen kleinen Moment auf die Installation warten. Und ich mache das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang, weil Prometheus, dadurch, dass es so völlig anders funktioniert als ein klassisches Status-Monitoring, dadurch, dass es ja nur auf Metriken basiert, würde ich sagen, ich zeige einfach nur mal das im Frontend, aber auch die ganzen Details, was ist Prometheus, wie funktioniert das genau, wie geht das mit den Exportern und so, das würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Wo wir schon einen wichtigen Punkt haben, nämlich Exporter, der muss nämlich hier noch installiert werden. Und Prometheus funktioniert ja so, dass es immer über HTTP sogenannte Exporter abfragt, die dann die einzelnen Daten zur Verfügung stellen, also nicht wie Nagios, wo dann CheckPing, CheckLoad und so weiter einzelne Plugins ausgeführt werden, sondern bei Prometheus ist es ja, dass einzelne Exporter dann diese Daten bereitstellen und den muss ich jetzt hier auf meinem System noch kurz installieren. Jetzt muss ich AMD64 genau der Adresse des Links kopieren und ich kann das auch mal kurz im Chat, dann muss das jetzt nicht jeder raussuchen, wer das noch mitmachen will. So, den lade ich jetzt hier einfach mal kurz auf meinem System runter. Dann entpacken wir den Node Exporter und dann führen wir den mal aus. Ich mache das jetzt nicht über Systemd oder so, dass er im Hintergrund läuft, sondern ich starte ihn jetzt bei mir einfach mal im Vordergrund, einfach das mit dem haben, dass wir das uns gleich direkt anschauen können. Das ist natürlich ein bisschen unschön jetzt, aber reicht natürlich zur Veranschaulichung. So, dann können wir im IT Cockpit einmal die Seite wieder neu laden. Wir haben jetzt ja noch das Prometheus-Modul installiert, dass das auch wirklich bei uns hier im Frontend ankommt. Und jetzt sehen wir schon hier links im Menü taucht jetzt der neue Punkt Prometheus auf. Und da gibt es jetzt unter Exporters im Standard eine Liste an vordefinierten Exporters, die IT Cockpit so mitbringt, die immer vorhanden ist. Und da ist zum Beispiel hier der Node-Exporter auch schon direkt hinterlegt. Ganz kurz noch, Node-Exporter stellt Metriken von einem Linux-System bereit. Der Windows-Exporter, wie der Name schon sagt, stellt Metriken von einem Windows-Betriebssystem bereit. Über den SNMP-Exporter könnten Switche abgefragt werden. Und der Blackbox-Exporter ist für IT Cockpit eigentlich uninteressant. Den nimmt man eher, wenn man zum Beispiel Skripte ausführen möchte, die einen Ping-Check machen. Also Ping ist, glaube ich, sogar das Beispiel in der Config vom Blackbox-Exporter. Ist natürlich bei IT Cockpit langweilig, weil Ping können wir einfach ganz normal klassisch machen über IT Cockpit, genau wie alle anderen Checks. Den haben wir nur drin, damit Leute, die halt mit Prometheus arbeiten, ihn nicht vermissen. Wirklich brauchen tut man ihn mit IT Cockpit eigentlich nicht. Und hier können wir auch mit der Standardkonfiguration von dem Node-Exporter jetzt einfach gehen. Wie gesagt, ich möchte jetzt heute eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Damit wir jetzt unseren IT Cockpit-Server hier selber noch mit Prometheus überwachen können, müssen wir einmal in die Konfiguration von dem Host gehen. Und dafür einfach von dem Default-Host, den nehme ich jetzt dafür, einfach hier hinten auf das Zahnrad gehen. Und wenn man jetzt nach ganz unten scrollt, ist da ein neuer Punkt aufgetaucht, der heißt Exporters oder Prometheus Exporters. Und hier kann man jetzt auswählen, welche Exporter alles auf dem Zielsystem vorhanden sind. In unserem Fall ist es jetzt nur der Node-Exporter. Das war jetzt ja der einzige, den ich jetzt mal schnell installiert habe und der jetzt hier gerade im Terminal vor sich hinläuft. Da sagen wir jetzt mal, dass wir den Node-Exporter hier drauf haben wollen.
Diese Einstellung können wir aber auch im Host-Template hinterlegen, dass wir das dann gleich auf allen Hosts haben. So, dann sagen wir hier einmal Update. Und jetzt müssen wir das, wie auch bei beim klassischen Nagios-Monitoring ist, einmal in die Prometheus-Konfiguration übernehmen. Und das geht wieder über Refresh-Monitoring-Configuration. Dann drücke ich hier auf Launch-Refresh. Jetzt schreibt das System einmal die Config und hier sehen wir jetzt einmal, hat er die Prometheus Targets erstellt, dann die Prometheus Alert Rules und so weiter. Und irgendwo hier unten, genau, wird die neue Prometheus Config überprüft. Wenn die valide ist, wird Prometheus neu gestartet. Also diese Punkte tauchen alle dann auf, sobald wir das Prometheus Modul installiert haben. Und jetzt können wir hier neben unter Query hier oben unseren Host auswählen. Jetzt hat das System automatisch erkannt, okay. Der Default-Host in dem Fall, hat jetzt einen Exporter. Das heißt, der kann jetzt über Prometheus abgefragt werden. Und dann können wir den hier auswählen. Und jetzt sehen wir alle Metriken, die jetzt gerade von dem Host überwacht werden. Überwacht ist vielleicht ein bisschen falsch. Gesammelt werden ist erstmal richtig. Ich kann die Liste hier auch filtern, zum Beispiel nach Load. Dann haben wir jetzt hier die klassischen CPU-Load-Checks. Also hier Load 5 zum Beispiel oder Load 1. Und wir sehen auch schon, wenn ich mit der Maus da drüber gehe, dass das System und dann direkt den Graph dafür anzeigt. Und von all diesen Checks oder vielmehr alle Metriken, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Checks sage, weil es sind keine Checks. Alles, was wir jetzt hier sehen, diese Daten werden jetzt erfasst und gespeichert für 2 Wochen. Und ich kann jetzt hier mal ein bisschen durchscrollen. Wir haben jetzt ja bisher nur diesen einen Node-Exporter installiert, diesen hier. Und man sieht schon, der spuckt schon recht viel aus. Der ist sehr gesprächig. Wir könnten jetzt hier unten einfach mal spaßeshalber auf Select All gehen. Dann sehen wir, das sind 267 Metriken, die wir jetzt von dem System speichern, nur dadurch, dass wir diesen Exporter gestartet haben. Das war ja ein Befehl, runterladen, entpacken, starten, fertig. Das ist soweit, also da kommt schon einiges an Daten zusammen. Deswegen werden die auch nur für 2 Wochen gespeichert und der Rest wird dann verworfen. Auch wichtig, im Standard, der Node-Exporter wird alle 15 Sekunden abgefragt. Also da kommen dann schon recht schnell recht viele Daten rum. Genau, so, und ich suche jetzt einfach mal, wir beginnen mal ein bisschen langweilig mit der Load-Metrik. Ich wähle jetzt einfach mal hier diese Load 15 aus und dann unten ist wieder Zoom im Weg, deswegen gehe ich mal hier hinten den Weg. Create Service from Metric. Wenn wir jetzt auf die Schaltfläche gehen, dann sehen wir, okay, hier oben hat er jetzt diese Metrik übernommen. Wenn wir jetzt feststellen, verdammt, wir haben es vergessen, kein Problem, kann man hier auch einfach dann wieder suchen, Node-Load und dann hat man die wieder, kann man jetzt hier 15 noch hinzufügen zum Beispiel, ne? Dann hat man Zugriff auf beide. Und dann funktioniert der Prometheus so, dass man da diese Abfrage schreibt, da würde ich jetzt auch nicht zu genau heute drauf eingehen. Der einfachste Weg ist, wir drücken einfach hier oben auf unsere Metrik, auf den blauen Button und dann generiert uns IT Cockpit schon mal die Basisabfrage dafür. Und wenn wir jetzt hier hinten auf Execute gehen, dann sehen wir den aktuellen Wert. Also jetzt gerade ist unser CPU-Load 15, für diesen Host 0,3. Und das ist ein bisschen halt, diese PromQL ist halt so eine Abfragesprache für Prometheus selber. Hier kann man dann auch so Nettigkeiten machen, wie irgendwie rechnen. Wir könnten jetzt hier sagen, mal 100. Na, dann haben wir hier halt hier auf einmal eine ganz andere CPU-Load. Ist natürlich jetzt bei CPU-Load nicht so sinnvoll, das einfach mal mit 100 zu multiplizieren. Und um jetzt aus dieser Metrik einen Status rauszuholen, weil wir wissen ja an sich nicht, 0,28, ist es gut, schlecht, weiß das System so nicht. Und deswegen können wir dann hier unten unsere Schwellwerte definieren. Da können wir einmal sagen, okay, wir hätten gern Standard skalare Schwellwerte, also ist gleich, größer, kleiner, größer, gleich und so weiter. Oder wir können Ranges definieren. Da bekommen wir dann hier neben auch so eine kleine Hilfe. Ist dann gut von 80 bis 90 oder von 70 bis 100. Na, dann sehen wir auch, dass hier hinten das IT Cockpit direkt so ein Bildchen generiert, dass wir sehen, von wann bis wann welcher Schwellwert greift. Ich weiß nicht ganz rechts. Könnte sein, dass da bei dem einen oder anderen dann auch was von Zoom drüber liegt. Ich schiebe das einfach mal so.
Oder man macht halt diese Outside Ranges, dann ist es genau invertiert. Gibt es auf jeden Fall diese kleine Grafik, die einem da ein bisschen helfen soll, diese Range zu definieren. CPU-Load ist natürlich der Klassiker. Machen wir jetzt einfach mal einen ganz normalen Schwellwert und sagen, wenn unsere CPU-Load 5 größer ist als 2 für länger als eine Minute, dann ist das Warning. Wenn sie größer ist als 3 für länger als 2 Minuten, dann ist das Ganze critical. Dann können wir noch einen Service-Namen definieren, CPU-Load in dem Fall, und eine Einheit. Hat jetzt Load so an sich keine, lassen wir einfach leer und sagen hier Add to Service. Dann sehen wir hier unten nochmal, was das System jetzt daraus für einen Service gleich uns erstellt. Und wir machen noch einen zweiten, der ein bisschen spannender ist. Und zwar gibt es hier oben, ich lösche mal diese Abfrage raus, gibt es hier noch diese PromQL-Hilfe oben rechts. Da haben wir so ein paar Queries hinterlegt, die man sehr oft brauchen wird, die nützlich sind, und das kann auch dann gerne wachsen. Also da darf man uns dann gerne auch Queries schicken, die wir dann hier hinterlegen. Und IT Cockpit passt die auch gleich an. Also man hat hier eine Host-UID drin und das ist zum Beispiel immer die UID von dem Host, den man gerade offen hat. Und jetzt sieht man das zum Beispiel mit Linux Memory Usage. Es gibt bei Prometheus oder bei dem Node-Exporter keine Metrik, die uns sagt, wie denn unsere Arbeitsspeicherauslastung gerade ist. Gibt der so einen Standard nicht raus. Und da sieht man dann halt den Vorteil oder die Eigenschaften von Prometheus. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie denn unsere Arbeitsspeicherauslastung ist, dann können wir einfach sagen, okay, wir wissen ja, wie viel Arbeitsspeicher wir verfügbar haben, also wie viel noch frei ist, und wir wissen, wie viel Arbeitsspeicher wir insgesamt haben, und dann ist es nur eine Prozentrechnung. Das Ganze dann hier hinten nochmal 100, damit wir halt den Prozentsatz bekommen. Und wenn wir jetzt diese Query einmal ausführen, dann sehen wir, okay, 18% sind jetzt hier gerade benutzt. Und das Ganze kann man dann auch noch mit Netzwerk-Traffic machen, mit Festplattenauslastung. Man kann hier zum Beispiel, haben wir das Beispiel? Ja, genau hier. Average written to disk in den letzten 2 Minuten. Na, man kennt es ja, wenn man SSDs kauft, die haben so ein Terabytes written per day oder so, also wie viele Terabyte darf man da pro Tag draufschreiben, bevor sie kaputt geht. Und wenn man jetzt so überlegt, okay, welche SSDs sollte ich kaufen für meinen Server, dann sitzen die meisten so da und denken sich, ja, wie viel schreiben wir denn so am Tag, weiß kein Mensch eigentlich. Und dann kauft man halt die teuerste und hofft, dass die möglichst lang hält, bevor die dann schlecht wird. Und so kann man halt einfach mal hier sich so eine Query nehmen und ausrechnen, circa, das ist natürlich dann keine exakte Wissenschaft, weil das ja auch wieder Averages sind, aber man kann einfach mal das hochrechnen, wie viel man denn so im Schnitt an Terabyte pro Tag auf dem System so wirklich auf die Festplatte schreibt, und dann weiß man, okay, das System macht 0,03 Terabyte am Tag, weil es eigentlich gar nichts schreibt, dann reicht vielleicht auch doch noch die Enterprise SSD, die dann halt sowieso nach 3 Jahren kaputt ist, aber man hat sich da vielleicht 200 Euro gespart jetzt bei dem einen System. So Nettigkeiten kann man da halt machen. Genau, jetzt hier wieder diese Abfrage für Arbeitsspeicherauslastung. Da sagen wir jetzt auch wieder, ist böse bei 70%, noch schlimmer, also critical bei 80%. Memory used als Name. Und hier jetzt ist die Einheit natürlich Prozent, weil wir ja hier oben eine Prozentrechnung gemacht haben. Das können wir uns jetzt hier auch noch hinzufügen, Add Service. Und jetzt haben wir uns hier unsere 2 Services definiert. Wenn die uns jetzt nicht mehr gefallen, können wir die auch noch rauswerfen oder wir sagen Create Service. Jetzt hat ihr das System einmal übernommen und dann sehen wir hier die Abfragen, die jetzt hinterlegt sind und dass die jetzt auf einmal gegen den IT-Cockpit-Service mappen. Und dann können wir uns hier vorne auch wieder mit der Maus drüber gehen und dann sehen wir jetzt hier, haben wir jetzt wirklich den Graph für Memory Usage in Prozent. Also es wird wirklich die Abfrage jetzt ausgeführt, die wir halt hier hinterlegt haben. Und dann können wir das Ganze einmal in unsere Konfiguration übernehmen. So. Sehen wir wieder hier unten, dass er auch wieder Prometheus mit neu gestartet hat. Und wenn wir jetzt links auf Services gehen, dann tauchen da jetzt auf unserem Default-Host, haben wir das Ganze ja gemacht, tauchen da jetzt auf einmal 2 Prometheus-Services auf. Und die wurden sogar schon überwacht. Und da sehen wir jetzt letztes überwachtes Wert, ich bleibe jetzt auf Deutsch, sehen wir den letzten ausgewerteten Wert und der ist jetzt hier gerade 18%.
Und wir haben ja definiert, alles, was größer ist als 70 oder 80% ist schlecht, also beziehungsweise Warning und Critical. Und deswegen kriegen wir jetzt halt hier gerade, okay, passt, wir haben nur 18% Auslastung und das ist ja noch in unserer Okay-Range. Und mit diesen Services können wir alles machen, was wir mit einem Standard-Service machen. Die benutzen einfach hier oben auf Edit. Die benutzen dieses Template Prometheus-Service, sind aber ganz normal klassische Services. Das heißt, wir können hier unter, habe ich drüber gescrollt, na, wo ist es denn? Ah, genau, hier. Unter Kontakte unsere ganz normalen Kontakte hinterlegen, die wir am System haben. Super, ich habe ja nur den einen, genau. Also wir können unsere Kontakte hinterlegen, wir können diese Services in Reports verwenden, wir können hier neben einfach sagen, dass wir da eine Downtime draufsetzen wollen, dass wir die acknowledgen wollen und so weiter und so fort. Also das sind ganz normale Services, mit denen wir alles machen können, wie mit jedem anderen Service auch. Und man sieht es so an sich auch nicht, sondern man sieht halt wirklich nur, okay, diese Abfrage liegt da im Hintergrund dahinter und die hat diesen Wert hier ergeben. Und hier unten sehen wir auch den Graph dazu. Und was auch schön ist, wir können auch, weil wir ja vorhin das mit Grafana hatten, wenn wir jetzt einfach nochmal in unser Grafana-Dashboard gehen und da nochmal ein neues machen. Ich nenne das jetzt einfach mal Prometheus. Und dann sagen wir hier Add und wir möchten zwei Metriken. Wir nehmen unseren Default-Host und zwar nehmen wir Disk Usage ist auf jeden Fall ein klassischer Check. Da sagen wir, die soll lila sein. Und dann machen wir noch ein zweites Panel, weil die sich natürlich jetzt böse, die passen nicht gut zusammen. Das würde dann ein bisschen doof aussehen. Nehmen wir nochmal unseren Default-Host. Oh, hat er das noch gar nicht drin? Ah, doch. Hier, so, Memory Use. Und das machen wir mal rot. Ich denke mal, das sieht man mit am besten. Dann synchronisieren wir das nochmal mit Grafana und schauen uns das Ganze einmal an. So, und jetzt sieht man schon, hier neben, wenn ich da mit der Maus drüber gehe, ich mache es nochmal ein bisschen größer. Na, das ist so der klassische Check. Man sieht ja immer, wo der Punkt ist. Check-Intervall wahrscheinlich von einer halben Stunde oder Viertelstunde oder so. Und hier rechts im Bild die Daten, die aus Prometheus kommen. Und da sieht man schon, da hat er dann ganz viele Messwerte, weil es halt alle 15 Sekunden einen Wert gibt. Na, das heißt, selbst im Grafana können wir ganz normal dann diese, auf die Prometheus-Daten zugreifen, auf die Services. Und man sieht als Anwender nicht, ist das ein Check, der mit Nagios überwacht wird oder ist es ein Check, der mit Prometheus überwacht wird. Das fällt überhaupt nicht mehr auf. Und deswegen haben wir hier auch unter Default Host, wenn wir hier unten nochmal in diese Liste gehen, deswegen haben wir auch dieses Label hinzugefügt, wo man sieht, Generic Check ist also ein Check, der ganz normal klassisch ein Plugin ausführt, wie der Ping Check. Es gibt dann noch MK-Checks, die über CheckMK laufen. Es gibt Prometheus-Services, die dann über Prometheus laufen. Und es gibt noch Agent-Services, die über den IT-Cockpit-Agent laufen. Und dieses Label hat eigentlich nur den Hintergrund, dass wir irgendwann selber verwirrt waren, als wir dann alles auf einem System hatten. Und dann hatten wir Checks, die über Nagios kommen, über CheckMK, über den Agent. Dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir schon verwirrt sind, dann wird das dem Anwender natürlich früher oder später auch passieren. Man merkt sich das ja nicht, wie, wann, wo, was mal überwacht wurde. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendwie so ein Label einführen, damit die Leute dann auch direkt wissen, wie das überwacht wird für den Fall, dass es mal irgendein Problem gibt, damit man dann noch weiß, A, was soll ich in ein Ticket reinschreiben und B, wo muss ich denn überhaupt ansetzen mit der Fehlersuche? Genau, so mal ein ganz schneller Prometheus-Exkurs. Wir machen auch nochmal einen speziellen Prometheus, also ein Prometheus-Video an sich, wo wir genau auf dieses Thema dann eingehen. Das heißt also, ja, wenn Prometheus ein neues Thema für euch war und das jetzt vielleicht ein bisschen zu zügig war, einmal kriegt ihr natürlich die Aufzeichnung noch zugestellt, sodass ihr das alles selber nochmal anschauen könnt. Und auf der anderen Seite gehen wir halt dann auch nochmal in so einem speziellen Video darauf ein, weil also ich persönlich finde, dass gerade die Prometheus-Integration ein super gelungenes Ding ist. Wer Prometheus an sich schon kennt und die native Oberfläche von Prometheus schon mal gesehen hat, das ist so ein bisschen Augenkrebs. Und gerade jetzt hier die Integration in so ein
klassisches Monitoring ist natürlich hervorragend, weil da hat man schon alles drin, wie Notifications. Ob ich da jetzt Schwellwerte noch eintragen muss und dergleichen, das ist dann überhaupt kein Hexenwerk mehr. Und da bietet die OpenID Cockpit-Oberfläche halt mit ihren Funktionen genau das ab, wo ich halt in der Prometheus-Oberfläche ja, doch nochmal ganz schönes Stück an Arbeit investieren muss. Das wird hier einfach abgenommen. Genau, deswegen werden wir das auch in der nächsten Zeit nochmal versuchen, ein bisschen bekannter zu machen und dazu nochmal ein Video veröffentlichen. Genau, aber der Plan ist ja auch, das war jetzt der Start unserer Workshop-Reihe. Wir wollten das ja alles ja eigentlich persönlich mit euch machen. Jetzt wissen wir allerdings nicht, wie es das nächste Jahr so bringt, was Corona mit sich bringt. Und da wollen wir die Workshops, die wir vor Ort gemacht haben, auch gerne digital anbieten. Und wenn euer Response jetzt so ist, dass das super interessant oder dass das interessant war, euch gefallen hat, ihr konntet mitarbeiten, vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge, macht ja gar nichts, dann bauen wir die auch für das nächste Mal noch mit ein und ja, hoffen uns dann auch mit der Zeit zu verbessern und dass wir uns auf jeden Fall auch demnächst dann persönlich wiedersehen, sobald es die Zeit natürlich dann erlauben. Ansonsten freue ich mich, dass ihr so rege teilgenommen habt, dass so, ja, eigentlich alle bis zum Schluss geblieben sind. Das heißt ja auch, dass der Daniel das gut gemacht hat. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch ja, das nächste Mal wieder begrüßen darf. Zwischendurch natürlich auch. Kontaktdaten sind eingeblendet. Fühlt euch herzlich eingeladen, euch bei mir zu melden. Wegen was auch immer. Könnt gerne anrufen, könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, dass ja, mit einem herzlichen Dankeschön an alle, genau, dass wir die Sitzung hier schließen.